Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie fühlst du dich heute? Hallo Mary. Wie fühlst du dich heute? Ich bin ein bisschen müde, Michael. Die Operation war gestern. Ich bin ein bisschen müde, Michael. Die Operation war gestern. Ich habe gehört, dass es dir gut geht. Das sind gute Nachrichten. Ich habe gehört, dass es dir gut geht. Das sind gute Nachrichten. Ja, der Arzt meinte, alles sei gut verlaufen. Ja, der Arzt meinte, alles sei gut verlaufen. Es war eine Erleichterung. Wie ist der Schmerz? Fühlen Sie sich unwohl? Es war eine Erleichterung. Wie ist der Schmerz? Fühlen Sie sich unwohl? Ich komme mit den Schmerzmitteln, die Sie mir geben, zurecht. Ich komme mit den Schmerzmitteln, die Sie mir geben, zurecht. Gut zu hören. Brauchen Sie etwas von zu Hause? Gut zu hören. Brauchen Sie etwas von zu Hause? Bitte nur mein Buch und ein paar Zeitschriften. Bitte nur mein Buch und ein paar Zeitschriften. Klar. Ich bringe sie mit, wenn ich später zu Besuch komme. Klar. Ich bringe sie mit, wenn ich später zu Besuch komme. Danke, Michael. Du bist ein sehr guter Freund. Danke, Michael. Du bist ein sehr guter Freund. Kein Problem. Mary, ich bin für dich da. Kein Problem. Mary, ich bin für dich da. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war schön. Ich habe einige meiner Freunde besucht. In Ordnung, und du? Ja, es war schön. Ich habe einige meiner Freunde besucht. In Ordnung, und du? Ich habe mich größtenteils zu Hause ausgeruht. Übrigens, hast du schon den neuen Sandwichladen weiter unten an der Straße ausprobiert? Ich habe mich größtenteils zu Hause ausgeruht. Übrigens, hast du schon den neuen Sandwichladen weiter unten an der Straße ausprobiert? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Ja. Ich war letzte Woche dort und die Sandwiches waren köstlich. Ja. Ich war letzte Woche dort und die Sandwiches waren köstlich. Dann muss ich nachsehen. Was hattest du? Dann muss ich nachsehen. Was hattest du? Ich habe die Truthahn-Avocado-Sandwiches gegessen. Es war wundervoll. Ich habe die Truthahn-Avocado-Sandwiches gegessen. Es war wundervoll. Es klingt sehr lecker. Ich werde es heute zum Mittagessen probieren. Es klingt sehr lecker. Ich werde es heute zum Mittagessen probieren. Perfekte Wahl. Übrigens, haben Sie die Tagesordnung für die Teambesprechung heute Nachmittag gesehen? Perfekte Wahl. Übrigens, haben Sie die Tagesordnung für die Teambesprechung heute Nachmittag gesehen? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, nachzuschauen. Gibt es da etwas Wichtiges? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit, nachzuschauen. Gibt es da etwas Wichtiges? Wir werden neue Projektzeitpläne und einige bevorstehende Fristen besprechen. Wir werden neue Projektzeitpläne und einige bevorstehende Fristen besprechen. Danke für die Information.
Ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein. Danke für die Information. Ich werde auf jeden Fall vorbereitet sein. Gern geschehen, benötigen Sie Hilfe bei irgendetwas vor dem Meeting? Gern geschehen, benötigen Sie Hilfe bei irgendetwas vor dem Meeting? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Können Sie sie mit mir besprechen? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Können Sie sie mit mir besprechen? Natürlich. Maria, treffen wir uns nach dem Mittagessen im Konferenzraum. Natürlich. Maria, treffen wir uns nach dem Mittagessen im Konferenzraum. Hört sich gut an. Danke, Michael. Hört sich gut an. Danke, Michael. Wann immer du willst, Mary. Wir sind ein tolles Team. Wann immer du willst, Mary. Wir sind ein tolles Team. Ich stimme zu, Michael. Gemeinsam können wir alles überwinden. Ich stimme zu, Michael. Gemeinsam können wir alles überwinden. Apropos Teamwork. Haben Sie gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Apropos Teamwork. Haben Sie gestern Abend das Basketballspiel gesehen? Ich habe es verpasst, wer gewann? Ich habe es verpasst, wer gewann? Die Heimmannschaft gewann in der Verlängerung mit 3 Punkten Vorsprung. Die Heimmannschaft gewann in der Verlängerung mit 3 Punkten Vorsprung. Es sieht nach einem spannenden Spiel aus. Ich wünschte, ich könnte zuschauen. Es sieht nach einem spannenden Spiel aus. Ich wünschte, ich könnte zuschauen. Ja, es war definitiv Nagelbrecher. Ja, es war definitiv Nagelbrecher. Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Spiel. Vielleicht gehe ich das nächste Mal zum Spiel. Auf jeden Fall, Maria. Lasst uns planen, es uns irgendwann einmal gemeinsam anzuschauen. Auf jeden Fall, Maria. Lasst uns planen, es uns irgendwann einmal gemeinsam anzuschauen. Klingt lustig. Wir können Pizza bestellen und einen Spieleabend veranstalten. Klingt lustig. Wir können Pizza bestellen und einen Spieleabend veranstalten. Zähl mich auch. Es ist ein Date. Zähl mich auch. Es ist ein Date. Großartig. Ich freue mich darauf. Großartig. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Hey, was hast du in diesen Sommerferien vor? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich habe meinen Urlaub noch nicht geplant. Was machst du? Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Ich denke darüber nach, zur Sommerschule zu gehen. Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Wirklich? Welchen Kurs planen Sie zu belegen? Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Ich muss hier eine Englischstunde nehmen. Ich muss meine Sprache verbessern. Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Großartig. Ich möchte auch etwas lernen. Auf welchem Niveau bist du? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ich befinde mich derzeit auf dem A2-Niveau. Welchen Kurs sollte ich Ihrer Meinung nach belegen? Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Ein Sprachkurs für das A2-Niveau kann eine gute Option sein. Sie können das Sprechen üben und neue Leute kennenlernen. Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen?
Gute Idee. Können Sie eine Sprachschule empfehlen? Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Sicherlich gibt es hier mehrere gute Sprachschulen. Ich kann Ihnen einige Vorschläge machen. Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Dankeschön. Und was haben Sie nach dem Abschluss vor? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich möchte beruflich vorankommen. Vielleicht mache ich meinen Abschluss. Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Einen Masterabschluss zu machen ist eine tolle Idee. In welchem Bereich möchten Sie sich weiterentwickeln? Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Ich habe vor, mich auf einen Bereich wie Unternehmensführung oder Marketing zu konzentrieren. Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Viel Glück! Und schließlich, in welcher Stadt werden Sie diesen Sommer sein? Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. Ich lebe derzeit in Boston und werde hier meine Sommerferien verbringen. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. In Boston kann man eine tolle Zeit verbringen. Ich denke auch über ein paar Urlaubsorte nach. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Urlaubspläne schmieden. Vielleicht können wir gemeinsam etwas unternehmen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut. Danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für unser Training? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für unser Training? Definitiv. Beginnen wir mit einigen Dehnübungen. Definitiv. Beginnen wir mit einigen Dehnübungen. Hört sich gut an. Ich nehme die Gymnastikmatte. Hört sich gut an. Ich nehme die Gymnastikmatte. Ich nehme die Hanteln. Wir können einige leichte Gewichte heben. Ich nehme die Hanteln. Wir können einige leichte Gewichte heben. Perfekt. Danach können wir das Laufband benutzen. Perfekt. Danach können wir das Laufband benutzen. Klar, ich stelle es auf mittleres Tempo. Klar, ich stelle es auf mittleres Tempo. Das funktioniert bei mir. Übrigens, haben Sie den neuen Crosstrainer gesehen? Das funktioniert bei mir. Übrigens, haben Sie den neuen Crosstrainer gesehen? Ja, es ist genau dort. Versuchen wir es später. Ja, es ist genau dort. Versuchen wir es später. Gute Idee. Es wird eine schöne Abwechslung sein. Gute Idee. Es wird eine schöne Abwechslung sein. Haben Sie daran gedacht, Ihre Wasserflasche mitzubringen, bevor wir angefangen haben? Haben Sie daran gedacht, Ihre Wasserflasche mitzubringen, bevor wir angefangen haben? Ja. Es ist in meiner Sporttasche. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Ja, es ist in meiner Sporttasche. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Auf jeden Fall, vor allem während unseres Trainings.
Auf jeden Fall, vor allem während unseres Trainings. Beginnen wir mit ein paar Aufwärmübungen, ja? Beginnen wir mit ein paar Aufwärmübungen, ja? Ja. Fangen wir mit dem Springen an. Ja. Fangen wir mit dem Springen an. Okay. Ich zähle. 1, 2, 3. Okay. Ich zähle. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Vorderseite. Kommen wir nun zu den Bewegungen. Vorderseite. Kommen wir nun zu den Bewegungen. Rechts. 1, 2, 3. Rechts. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Vorderseite. Wir sind bereit, mit unserer Ausbildung zu beginnen. Vorderseite. Wir sind bereit, mit unserer Ausbildung zu beginnen. Lass uns das tun, Mary. Wir haben das. Lass uns das tun, Mary. Wir haben das. Auf jeden Fall, Michael. Wir bleiben fit und gesund. Auf jeden Fall, Michael. Wir bleiben fit und gesund. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Und du? Mir geht's gut, danke. Und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Hattest du ein gutes Wochenende? Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, habe ich. Ich habe einen Film angesehen. Ja, habe ich. Ich habe einen Film angesehen. Welchen Film hast du gesehen? Welchen Film hast du gesehen? Ich habe eine Komödie mit dem Titel Hangover gesehen. Ich habe eine Komödie mit dem Titel Hangover gesehen. Schon gesehen? Schon gesehen? Nein, habe ich nicht. War es lustig? Nein, habe ich nicht. War es lustig? Ja, es war sehr lustig. Schau ihm nicht zu. Ja, es war sehr lustig. Schau ihm nicht zu. Ich werde es prüfen. Übrigens, wo ist unsere nächste Lektion? Ich werde es prüfen. Übrigens, wo ist unsere nächste Lektion? Ich glaube, es ist in Zimmer 302. Ich glaube, es ist in Zimmer 302. Wann geht es los? Wann geht es los? Los geht es um 10 Uhr. Los geht es um 10 Uhr. Hast du deine Lehrbücher dabei? Hast du deine Lehrbücher dabei? Ja, sie sind hier. Ja, sie sind hier. Hast du die heutigen Hausaufgaben gemacht? Hast du die heutigen Hausaufgaben gemacht? Nein, ich hatte letzte Nacht keine Zeit. Nein, ich hatte letzte Nacht keine Zeit. Das sollten Sie heute Abend versuchen. Das sollten Sie heute Abend versuchen. Danke, dass du mich erinnert hast. Danke, dass du mich erinnert hast. Bist du bereit für die Prüfung am Freitag? Bist du bereit für die Prüfung am Freitag? Dafür muss ich mehr arbeiten. Dafür muss ich mehr arbeiten. Möchten Sie später zusammenarbeiten? Möchten Sie später zusammenarbeiten? Scheint eine gute Idee zu sein. Scheint eine gute Idee zu sein. Was ist dein Beruf, Mary? Was ist dein Beruf, Mary? Ich bin auf Psychologie spezialisiert. In Ordnung, und du? Ich bin auf Psychologie spezialisiert. In Ordnung, und du? Ich studiere Informatik. Ich studiere Informatik. Was gefällt Ihnen an der Psychologie am besten?
Was gefällt Ihnen an der Psychologie am besten? Ich finde den menschlichen Geist faszinierend. Ich finde den menschlichen Geist faszinierend. Was ist mit Informatik? Was ist mit Informatik? Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen und zu programmieren. Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen und zu programmieren. Gehst du am Samstag zum Fußballspiel? Gehst du am Samstag zum Fußballspiel? Ich bin kein großer Fan des Sports, also wahrscheinlich auch nicht. Ich bin kein großer Fan des Sports, also wahrscheinlich auch nicht. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich werde mit ein paar Freunden dort sein. Ich werde mit ein paar Freunden dort sein. Magst du amerikanisches Essen? Magst du amerikanisches Essen? Ja, ich liebe Burger und Pommes. Ja, ich liebe Burger und Pommes. In Ordnung und du? In Ordnung und du? Ich bevorzuge italienisches Essen wie Pizza und Pasta. Ich bevorzuge italienisches Essen wie Pizza und Pasta. Waren Sie kürzlich in einem guten Restaurant? Waren Sie kürzlich in einem guten Restaurant? Ich habe letzte Woche ein neues mexikanisches Restaurant ausprobiert. Ich habe letzte Woche ein neues mexikanisches Restaurant ausprobiert. Es war wirklich gut. Du solltest irgendwann gehen. Es war wirklich gut. Du solltest irgendwann gehen. Ich werde daran denken. Ich werde daran denken. Nun, es ist Zeit für den Unterricht. Bis später, Michael. Nun, es ist Zeit für den Unterricht. Bis später, Michael. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals das Leben von Leonardo da Vinci erforscht? Hey Mary, hast du jemals das Leben von Leonardo da Vinci erforscht? Definitiv. Er war ein Universalgelehrter, nicht wahr? Maler, Wissenschaftler, Erfinder und viele mehr. Definitiv. Er war ein Universalgelehrter, nicht wahr? Maler, Wissenschaftler, Erfinder und viele mehr. Definitiv. Seine Vielseitigkeit war überraschend. Wussten Sie, dass er 1452 in Vinci, Italien, geboren wurde? Definitiv. Seine Vielseitigkeit war überraschend. Wussten Sie, dass er 1452 in Vinci, Italien, geboren wurde? Ja, und sein vollständiger Name war Leonardo Dicer Piero da Vinci. Ein ziemlicher Schluck, nicht wahr? Ja, und sein vollständiger Name war Leonardo Dicer Piero da Vinci. Ein ziemlicher Schluck, nicht wahr? Das, er ist vor allem für Gemälde wie Mona Lisa und Das letzte Abendmahl bekannt. Das, er ist vor allem für Gemälde wie Mona Lisa und Das letzte Abendmahl bekannt. Vergessen wir nicht seine Skizzen und Erfindungen. Er entwarf Flugmaschinen, Panzer und sogar einen Roboter. Vergessen wir nicht seine Skizzen und Erfindungen. Er entwarf Flugmaschinen, Panzer und sogar einen Roboter. Ja, seine Notizbücher sind voll von diesen unglaublichen Ideen. Es ist wie ein Fenster in seinen brillanten Geist. Ja, seine Notizbücher sind voll von diesen unglaublichen Ideen. Es ist wie ein Fenster in seinen brillanten Geist. Und seine anatomischen Studien waren bahnbrechend. Er sezierte Leichen, um die menschliche Anatomie zu verstehen.
und seine anatomischen Studien waren bahnbrechend. Er sezierte Leichen, um die menschliche Anatomie zu verstehen. Das ist wahr. Er hinterließ detaillierte Zeichnungen von Muskeln, Knochen und Organen. Das ist wahr. Er hinterließ detaillierte Zeichnungen von Muskeln, Knochen und Organen. Und seine Neugier erstreckte sich auf die Natur. Er sezierte Tiere, beobachtete Vögel und untersuchte Pflanzen. Und seine Neugier erstreckte sich auf die Natur. Er sezierte Tiere, beobachtete Vögel und untersuchte Pflanzen. Seine Beobachtungsgabe war außergewöhnlich. Er machte genaue Beschreibungen der Welt um ihn herum. Seine Beobachtungsgabe war außergewöhnlich. Er machte genaue Beschreibungen der Welt um ihn herum. Er war auch ein Meister des Hell-Dunkels und nutzte Licht und Schatten, um seinen Gemälden Tiefe zu verleihen. Er war auch ein Meister des Hell-Dunkels und nutzte Licht und Schatten, um seinen Gemälden Tiefe zu verleihen. Diese Technik verlieh seinen Werken einen Eindruck von Realismus und Dreidimensionalität. Diese Technik verlieh seinen Werken einen Eindruck von Realismus und Dreidimensionalität. Auch die Verwendung von Sfumato, das die Ränder der Formen verwischt, verlieh seinen Gemälden eine traumhafte Qualität. Auch die Verwendung von Sfumato, das die Ränder der Formen verwischt, verlieh seinen Gemälden eine traumhafte Qualität. Es ist faszinierend, wie er Kunst und Wissenschaft verbindet und Kreativität und Beobachtungsgabe nahtlos miteinander verschmelzen lässt. Es ist faszinierend, wie er Kunst und Wissenschaft verbindet und Kreativität und Beobachtungsgabe nahtlos miteinander verschmelzen lässt. Definitiv. Er sah keinen Unterschied zwischen den Disziplinen. Er glaubte, dass sie miteinander verbunden seien. Definitiv. Er sah keinen Unterschied zwischen den Disziplinen. Er glaubte, dass sie miteinander verbunden seien. Sein Erbe lebt weiter und beeinflusst Künstler, Wissenschaftler und Denker über Jahrhunderte hinweg. Sein Erbe lebt weiter und beeinflusst Künstler, Wissenschaftler und Denker über Jahrhunderte hinweg. Und ihr geheimnisvolles Lächeln auf der Mona Lisa fasziniert weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Und ihr geheimnisvolles Lächeln auf der Mona Lisa fasziniert weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Eigentlich. Dies ist ein Beweis für seine Fähigkeit, Emotionen durch seine Kunst zu vermitteln. Eigentlich. Dies ist ein Beweis für seine Fähigkeit, Emotionen durch seine Kunst zu vermitteln. Sein Werk hat die Zeit überschritten und ihn zu einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte gemacht. Sein Werk hat die Zeit überschritten und ihn zu einer der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte gemacht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der Einfluss von Leonardo da Vinci auf die Welt ist unermesslich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der Einfluss von Leonardo da Vinci auf die Welt ist unermesslich. Und es ist eine Erinnerung an das grenzenlose Potenzial menschlicher Kreativität und Neugier. Und es ist eine Erinnerung an das grenzenlose Potenzial menschlicher Kreativität und Neugier. Gut gesagt, Merriam. Er war wirklich ein Visionär, der seiner Zeit voraus war. Gut gesagt, Merriam. Er war wirklich ein Visionär, der seiner Zeit voraus war. Auf jeden Fall, Michael. Seine Beiträge inspirieren und überraschen uns auch heute noch.
Auf jeden Fall, Michael. Seine Beiträge inspirieren und überraschen uns auch heute noch. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Ja, das Wetter ist perfekt zum Erkunden. Ja, das Wetter ist perfekt zum Erkunden. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Nein, das ist mein erstes Mal. Ich bin sehr aufgeregt. Nein, das ist mein erstes Mal. Ich bin sehr aufgeregt. Sie werden sich verwöhnen lassen. Deutschland hat viel zu bieten. Sie werden sich verwöhnen lassen. Deutschland hat viel zu bieten. Erzähl mir mehr. Was soll ich sehen? Erzähl mir mehr. Was soll ich sehen? Besuchen Sie unbedingt das Brandenburger Tor in Berlin. Besuchen Sie unbedingt das Brandenburger Tor in Berlin. Ich habe gehört, dass es eine Ikone ist, was sonst? Ich habe gehört, dass es eine Ikone ist, was sonst? Berliner Mauer, Reichstagsgebäude und Museumsinsel. Berliner Mauer, Reichstagsgebäude und Museumsinsel. Das sieht nach einem Tag voller Besichtigungen aus. Das sieht nach einem Tag voller Besichtigungen aus. Das ist es, aber es lohnt sich. Das ist es, aber es lohnt sich. Was ist mit Essen? Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Was ist mit Essen? Gibt es lokale Gerichte, die ich probieren sollte? Sie sollten Schnitzel und Sauerkraut essen. Sie sollten Schnitzel und Sauerkraut essen. Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Was sonst? Ich liebe es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Was sonst? Vergessen Sie nicht die Bagels, die Bratwurst und das Bier. Vergessen Sie nicht die Bagels, die Bratwurst und das Bier. Das werde ich nicht. Wie ist es außerhalb Berlins? Das werde ich nicht. Wie ist es außerhalb Berlins? München ist ein Muss. Wenn möglich, Oktoberfest. München ist ein Muss. Wenn möglich, Oktoberfest. Ich wollte schon immer das Oktoberfest erleben. Ich wollte schon immer das Oktoberfest erleben. Das ist eine Explosion. Tanz, Musik und jede Menge Bier. Das ist eine Explosion. Tanz, Musik und jede Menge Bier. Ich werde darauf achten, mein Tempo einzuhalten. Ich werde darauf achten, mein Tempo einzuhalten. Gute Idee. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Gute Idee. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich habe 2 Wochen Zeit zum Erkunden. Ich habe 2 Wochen Zeit zum Erkunden. Perfekt. Dann kann man viel sehen. Perfekt. Dann kann man viel sehen. Wo ist Ihr Lieblingsort in Deutschland? Wo ist Ihr Lieblingsort in Deutschland? Es ist schwer. Aber ich liebe Bayern und den Schwarzwald. Es ist schwer, aber ich liebe Bayern und den Schwarzwald. Der Schwarzwald klingt geheimnisvoll. Der Schwarzwald klingt geheimnisvoll. Ein wunderschöner Wald mit Kuckucksuhren und Kuchen. Ein wunderschöner Wald mit Kuckucksuhren und Kuchen. Kuckucksuhren? Ich würde diese gerne sehen. Kuckucksuhren? Ich würde diese gerne sehen. Sie sind einzigartig. Diese finden Sie in Souvenirläden. Sie sind einzigartig. Diese finden Sie in Souvenirläden. Ich werde nach einem Ausschau halten. Ich werde nach einem Ausschau halten. Was ist mit dir? Was führt Sie nach Deutschland? Was ist mit dir? Was führt Sie nach Deutschland?
Ich begab mich auf ein Solo-Abenteuer und erkundete Europa. Ich begab mich auf ein Solo-Abenteuer und erkundete Europa. Das ist sehr mutig. Stehen noch weitere Länder auf Ihrer Liste? Das ist sehr mutig. Stehen noch weitere Länder auf Ihrer Liste? Zu meinem Reiseplan gehören Frankreich, Italien und Spanien. Zu meinem Reiseplan gehören Frankreich, Italien und Spanien. Sieht großartig aus. Ich hoffe, Sie haben eine wunderbare Reise. Sieht großartig aus. Ich hoffe, Sie haben eine wunderbare Reise. Dankeschön. Ich freue mich darauf, die gesamte Kultur in mich aufzunehmen. Dankeschön. Ich freue mich darauf, die gesamte Kultur in mich aufzunehmen. Wenn Sie Tipps oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Wenn Sie Tipps oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Du bist sehr nett, Michael. Da kann ich Ihnen zustimmen. Du bist sehr nett, Michael. Da kann ich Ihnen zustimmen. Definitiv. Hab eine schöne Zeit in Deutschland, Mary. Definitiv. Hab eine schöne Zeit in Deutschland, Mary. Danke, Michael. Es war toll, mit dir zu plaudern. Danke, Michael. Es war toll, mit dir zu plaudern. Gute Reise, Mary. Hab eine schöne Reise. Gute Reise, Mary. Hab eine schöne Reise. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie läuft es bei der Arbeit? Hallo, Mary. Wie läuft es bei der Arbeit? Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, Michael. In Ordnung, und du? Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt, Michael. In Ordnung, und du? Ich kann es so nachvollziehen. Auch bei mir war viel los. Ich kann es so nachvollziehen. Auch bei mir war viel los. Manchmal muss ich von allem eine Pause machen. Manchmal muss ich von allem eine Pause machen. Deshalb sind wir heute Nacht hier zur Ruhe gekommen, Mary. Deshalb sind wir heute Nacht hier zur Ruhe gekommen, Mary. Du hast recht, Michael. Lasst uns unseren Abend genießen. Du hast recht, Michael. Lasst uns unseren Abend genießen. Was möchtest du trinken, Mary? Was möchtest du trinken, Mary? Geben Sie mir bitte ein Glas Weißwein. Geben Sie mir bitte ein Glas Weißwein. Ich werde ein Bier trinken. Barkeeper, bitte zwei Drinks. Ich werde ein Bier trinken. Barkeeper, bitte zwei Drinks. Danke, Michael. Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Danke, Michael. Habt ihr also spannende Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur ein bisschen Gartenarbeit und Lesen. Nicht wirklich. Nur ein bisschen Gartenarbeit und Lesen. Es klingt friedlich. Ich kann meine Netflix-Sendungen verfolgen. Es klingt friedlich. Ich kann meine Netflix-Sendungen verfolgen. Was guckst du in diesen Tagen? Was guckst du in diesen Tagen? In letzter Zeit interessiere ich mich für Krimis wie Mindhunter. In letzter Zeit interessiere ich mich für Krimis wie Mindhunter. Oh, das habe ich auch gesehen. So beschäftigt. Oh, das habe ich auch gesehen. So beschäftigt. Ich liebe es, mit Ihnen Fälle zu lösen. Ich liebe es, mit Ihnen Fälle zu lösen. Ist es nicht wie ein Puzzle? Ist es nicht wie ein Puzzle? Definitiv. Apropos Rätsel. Wie steht es mit Ihrer Rätselsucht? Definitiv. Apropos Rätsel. Wie steht es mit Ihrer Rätselsucht? Haha.
Ich bin immer noch stark, Mary. Haha. Ich bin immer noch stark, Mary. Du musst mir irgendwann ein paar Kreuzworträtseltricks beibringen. Du musst mir irgendwann ein paar Kreuzworträtseltricks beibringen. Ich werde zufrieden sein. Sie machen ziemlich süchtig. Ich werde zufrieden sein. Sie machen ziemlich süchtig. Dann hallo zu neuen Puzzle-Abenteuern. Dann hallo zu neuen Puzzle-Abenteuern. Prost, Mary. Auf Freundschaft und Rätsel. Prost, Mary. Auf Freundschaft und Rätsel. Also, Michael, bist du in letzter Zeit an einen interessanten Ort gereist? Also, Michael, bist du in letzter Zeit an einen interessanten Ort gereist? Eigentlich nicht. Die Arbeit fesselt mich die meiste Zeit. Eigentlich nicht. Die Arbeit fesselt mich die meiste Zeit. Ich verstehe die Emotion. Der Job kann hart sein. Ich verstehe die Emotion. Der Job kann hart sein. Aber wir müssen uns Zeit für uns selbst nehmen, oder? Aber wir müssen uns Zeit für uns selbst nehmen, oder? Wir haben auf jeden Fall eine Pause verdient. Wir haben auf jeden Fall eine Pause verdient. Haben Sie irgendwelche Reisepläne im Kopf? Haben Sie irgendwelche Reisepläne im Kopf? Ich denke darüber nach, bald einen Strandurlaub zu machen. Ich denke darüber nach, bald einen Strandurlaub zu machen. Klingt gut. Ich liebe das Meer. Klingt gut. Ich liebe das Meer. Das Rauschen der Wellen ist sehr beruhigend. Das Rauschen der Wellen ist sehr beruhigend. Irgendwann sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Irgendwann sollten wir eine gemeinsame Reise planen. Das wäre großartig, Michael. Das wäre großartig, Michael. Lass es uns möglich machen, Mary. Lass es uns möglich machen, Mary. Ich bin dabei. Wir müssen den perfekten Ort finden. Ich bin dabei. Wir müssen den perfekten Ort finden. Vielleicht ein Ort mit großartigen Meeresfrüchten. Vielleicht ein Ort mit großartigen Meeresfrüchten. Du kennst mich sehr gut, Michael. Du kennst mich sehr gut, Michael. Sie sind ein Liebhaber von Meeresfrüchten. Sie sind ein Liebhaber von Meeresfrüchten. Schuldig wie behauptet. Haha. Schuldig wie behauptet. Haha. Ich könnte nicht anders sein, Mary. Ich könnte nicht anders sein, Mary. Ein Hoch auf Meeresfrüchte und zukünftige Abenteuer. Ein Hoch auf Meeresfrüchte und zukünftige Abenteuer. Prost, Mary. Auf eine tolle Freundschaft. Prost, Mary. Auf eine tolle Freundschaft. Also, Michael, handelt es sich um ein großes Projekt? Also, Michael, handelt es sich um ein großes Projekt? Wir bringen nächsten Monat ein neues Produkt auf den Markt. Wir bringen nächsten Monat ein neues Produkt auf den Markt. Spannend. Worum geht es hier? Spannend. Worum geht es hier? Es handelt sich um eine Softwarelösung zur Datenanalyse. Es handelt sich um eine Softwarelösung zur Datenanalyse. Einflussreich. Dies ist ein wachsendes Feld. Einflussreich. Dies ist ein wachsendes Feld. Ja. Und das Team arbeitet hart daran. Ja. Und das Team arbeitet hart daran. Ich kann den Druck erahnen, aber du wirst es schaffen. Ich kann den Druck erahnen, aber du wirst es schaffen. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Danke, Maria. Ihr Vertrauen bedeutet viel. Wir haben viel zusammen durchgemacht, Michael.
Wir haben viel zusammen durchgemacht, Michael. Das stimmt. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Das stimmt. Und wir haben uns immer gegenseitig unterstützt. Ein Hoch auf Teamarbeit und Erfolg. Ein Hoch auf Teamarbeit und Erfolg. Prost, Mary. Auf viele weitere Siege. Prost, Mary. Auf viele weitere Siege. Also, Michael, hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys? Ich betrachtete die Malerei als kreative Möglichkeit. Ich betrachtete die Malerei als kreative Möglichkeit. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Im Moment sind es hauptsächlich Landschaften und Zusammenfassungen. Im Moment sind es hauptsächlich Landschaften und Zusammenfassungen. Ich würde deine Arbeit gerne eines Tages sehen, Michael. Ich würde deine Arbeit gerne eines Tages sehen, Michael. Ich zeige Ihnen einige Bilder auf meinem Handy. Ich zeige Ihnen einige Bilder auf meinem Handy. Ich freue mich darauf. Kreativität ist erfrischend. Ich freue mich darauf. Kreativität ist erfrischend. Es ist ein großartiger Stressabbau, Mary. Es ist ein großartiger Stressabbau, Mary. Ich muss auch ein kreatives Hobby finden. Ich muss auch ein kreatives Hobby finden. Du wirst in allem, was du dir vornimmst, perfekt. Du wirst in allem, was du dir vornimmst, perfekt. Danke für den Vertrauensbeweis, Michael. Danke für den Vertrauensbeweis, Michael. Immer, Mary, du kannst alles machen. Immer, Mary, du kannst alles machen. Ein Gruß an die Kreativität und die endlosen Möglichkeiten. Ein Gruß an die Kreativität und die endlosen Möglichkeiten. Prost, Mary, zu unserem unbegrenzten Potenzial. Prost, Mary, zu unserem unbegrenzten Potenzial. Also, Michael, gibt es Neuigkeiten über die Familie? Also, Michael, gibt es Neuigkeiten über die Familie? Mein Sohn, Mary, ist gerade erst aufs College gegangen. Mein Sohn, Mary, ist gerade erst aufs College gegangen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Glückwunsch. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Glückwunsch. Vielen Dank. Es ist ein stolzer Moment für mich. Vielen Dank. Es ist ein stolzer Moment für mich. Ich kann raten. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ich kann raten. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? Ist es wirklich? Schätze jeden Moment. Ist es wirklich? Schätze jeden Moment. Das werde ich, Michael. Familie ist alles. Das werde ich, Michael. Familie ist alles. Auf jeden Fall, Maria. Sie sind unser Unterstützungssystem. Auf jeden Fall, Maria. Sie sind unser Unterstützungssystem. Ein Hoch auf die Familie und ihre unerschütterliche Liebe. Ein Hoch auf die Familie und ihre unerschütterliche Liebe. Prost, Mary. Die Schildkröte, die niemals kaputt geht. Prost, Mary. Die Schildkröte, die niemals kaputt geht. Also, Michael, gibt es aufregende Bücher, die du gelesen hast? Also, Michael, gibt es aufregende Bücher, die du gelesen hast? Ich habe gerade einen spannenden Thriller beendet. Ich habe gerade einen spannenden Thriller beendet.
Möchten Sie den Titel teilen? Ich brauche eine gute Lektüre. Möchten Sie den Titel teilen? Ich brauche eine gute Lektüre. Es heißt, Stiller Zeuge. Sehr empfehlenswert. Es heißt, Stiller Zeuge. Sehr empfehlenswert. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Danke für Ihren Vorschlag. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Danke für Ihren Vorschlag. Sag mir, wie sehr du es liebst, Mary. Sag mir, wie sehr du es liebst, Mary. Das werde ich, Michael. Wir haben ähnliche Geschmäcker. Das werde ich, Michael. Wir haben ähnliche Geschmäcker. Deshalb sind wir so tolle Freunde geworden, Mary. Deshalb sind wir so tolle Freunde geworden, Mary. Ein Hoch auf gute Bücher und gemeinsame Interessen. Ein Hoch auf gute Bücher und gemeinsame Interessen. Prost, Mary. Auf unsere ewige Freundschaft. Prost, Mary. Auf unsere ewige Freundschaft. Also Michael, hast du einen Ruhestandsplan? Also Michael, hast du einen Ruhestandsplan? Nicht bald, Mary. Mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Nicht bald, Mary. Mir macht die Arbeit immer noch Spaß. Der Ruhestand ist ein großer Schritt, ein ganz neues Kapitel. Der Ruhestand ist ein großer Schritt, ein ganz neues Kapitel. Ich schätze, ich werde es herausfinden, wenn es soweit ist. Ich schätze, ich werde es herausfinden, wenn es soweit ist. Sie haben mehr Zeit zum Rätseln. Sie haben mehr Zeit zum Rätseln. Haha, da hast du recht, Mary. Haha, da hast du recht, Mary. Und natürlich unsere Strandurlaube. Und natürlich unsere Strandurlaube. Der Ruhestand klingt verlockend, wenn man es so ausdrückt. Der Ruhestand klingt verlockend, wenn man es so ausdrückt. Das ist der Lohn für jahrelange harte Arbeit, Michael. Das ist der Lohn für jahrelange harte Arbeit, Michael. Ein Hoch auf die Zukunft und die Abenteuer, die sie bereithält. Ein Hoch auf die Zukunft und die Abenteuer, die sie bereithält. Prost, Michael. Um diejenigen zu umarmen, die auf uns zukommen. Prost, Michael. Um diejenigen zu umarmen, die auf uns zukommen. Also Mary, gibt es aufregende Neuigkeiten für dich? Also Mary, gibt es aufregende Neuigkeiten für dich? Ich bekomme nächste Woche einen neuen Welpen. Ich bekomme nächste Woche einen neuen Welpen. Das sind tolle Neuigkeiten, Mary. Welche Rasse? Das sind tolle Neuigkeiten, Mary. Welche Rasse? Das ist ein Labrador Retriever. Ich bin so aufgeregt. Das ist ein Labrador Retriever. Ich bin so aufgeregt. Die Arbeiter sind sehr freundlich und loyal. Die Arbeiter sind sehr freundlich und loyal. Ich kann es kaum erwarten, einen pelzigen Freund an meiner Seite zu haben. Ich kann es kaum erwarten, einen pelzigen Freund an meiner Seite zu haben. Es wird eine großartige Bereicherung für ihr Leben sein. Es wird eine großartige Bereicherung für ihr Leben sein. Ein Hoch auf den Neuanfang und die Welpenliebe. Ein Hoch auf den Neuanfang und die Welpenliebe. Prost, Mary. Genießen Sie die Gesellschaft Ihres Haustiers. Prost, Mary. Genießen Sie die Gesellschaft Ihres Haustiers. Also, Michael, stehen auf deiner To-Do-Liste Reiseziele? Also, Michael, stehen auf deiner To-Do-Liste Reiseziele?
Ich wollte schon immer Japan besuchen, Mary. Ich wollte schon immer Japan besuchen, Mary. Japan ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Kultur. Japan ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Kultur. Ja, seine Geschichte und Küche faszinieren mich. Ja, seine Geschichte und Küche faszinieren mich. Es steht auch auf meiner Liste. Vielleicht können wir zusammen gehen. Es steht auch auf meiner Liste. Vielleicht können wir zusammen gehen. Das wäre ein unglaubliches Abenteuer, Mary. Das wäre ein unglaubliches Abenteuer, Mary. Groß träumen und die Welt erkunden. Groß träumen und die Welt erkunden. Prost, Mary. Damit unsere Reiseträume wahr werden. Prost, Mary. Damit unsere Reiseträume wahr werden. Also, Michael, wie läuft dein Golfspiel heutzutage? Also, Michael, wie läuft dein Golfspiel heutzutage? Ich habe eine Weile nicht gespielt, Mary. Es ist ein intensives Programm. Ich habe eine Weile nicht gespielt, Mary. Es ist ein intensives Programm. Golf ist ein sehr entspannender Sport. Golf ist ein sehr entspannender Sport. Um mich zu beruhigen, muss ich zum Thema zurückkehren. Um mich zu beruhigen, muss ich zum Thema zurückkehren. Lass es mich wissen, wenn du es tust, ich werde mit dir mitkommen. Lass es mich wissen, wenn du es tust, ich werde mit dir mitkommen. Das scheint eine lustige Idee zu sein, Mary. Das scheint eine lustige Idee zu sein, Mary. Auf zukünftige Golfrunden und viel Spaß. Auf zukünftige Golfrunden und viel Spaß. Prost, Mary. Um unseren Schwung zu perfektionieren. Prost, Mary. Um unseren Schwung zu perfektionieren. Also, Michael, hast du einen Rat für eine erfolgreiche Karriere? Also, Michael, hast du einen Rat für eine erfolgreiche Karriere? Bleiben Sie engagiert, arbeiten Sie hart und seien Sie anpassungsfähig. Bleiben Sie engagiert, arbeiten Sie hart und seien Sie anpassungsfähig. Weise Worte, Michael. Du hattest eine großartige Karriere. Weise Worte, Michael. Du hattest eine großartige Karriere. Es geht um ständiges Wachstum, Mary. Es geht um ständiges Wachstum, Mary. Du bist für viele eine Inspiration, auch für mich. Du bist für viele eine Inspiration, auch für mich. Das weiß ich zu schätzen, Mary. Wir alle können unsere Ziele erreichen. Das weiß ich zu schätzen, Mary. Wir alle können unsere Ziele erreichen. Ehre sei deinem Ehrgeiz und deinem Streben nach den Sternen. Ehre sei deinem Ehrgeiz und deinem Streben nach den Sternen. Prost, Mary. Unbegrenzte Möglichkeiten in den Himmel. Prost, Mary. Unbegrenzte Möglichkeiten in den Himmel. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Lehrer. Wie geht es Ihnen? Hallo Lehrer. Wie geht es Ihnen? Hallo. Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Hallo. Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Mir geht es auch gut, danke. Sind Sie bereit für die heutige Lektion? Sind Sie bereit für die heutige Lektion? Ja, Lehrer. Ich bin bereit. Ja, Lehrer. Ich bin bereit. Großartig. Also fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an. Natürlich können wir anfangen. Natürlich können wir anfangen.
Kommen wir nun zu etwas Geometrie. Wie groß ist die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks in Grad? Kommen wir nun zu etwas Geometrie. Wie groß ist die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks in Grad? Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt 180 Grad. Die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks beträgt 180 Grad. Sehr schön. Aber wie sieht es mit der Summe der Innenwinkel eines Vierecks aus? Sehr schön. Aber wie sieht es mit der Summe der Innenwinkel eines Vierecks aus? Die Summe der Innenwinkel eines Vierecks beträgt 360 Grad. Die Summe der Innenwinkel eines Vierecks beträgt 360 Grad. Herzlichen Glückwunsch! Sie beherrschen die Geometrie sehr gut. Herzlichen Glückwunsch! Sie beherrschen die Geometrie sehr gut. Vielen Dank, Lehrer. Vielen Dank, Lehrer. Die Geometriestunde ist vorbei. Die Geometriestunde ist vorbei. Gestern haben wir das Epic of Forces gelesen. Gestern haben wir das Epic of Forces gelesen. Ja, das ist richtig. Was denken Sie über diese Studie? Ja, das ist richtig. Was denken Sie über diese Studie? Dieses Werk hat mich sehr beeindruckt, weil es die Geschichte von Menschen ist, die ihr Land lieben und alles dafür riskieren. Dieses Werk hat mich sehr beeindruckt, weil es die Geschichte von Menschen ist, die ihr Land lieben und alles dafür riskieren. Eine sehr gute Aufnahme. Auch in der Literatur ist es wichtig, so zu denken. Eine sehr gute Aufnahme. Auch in der Literatur ist es wichtig, so zu denken. Ja, Lehrer. Die Sprache von Nazım Hikmet hat mir sehr gut gefallen. Ja, Lehrer. Die Sprache von Nazım Hikmet hat mir sehr gut gefallen. Ich auch. Kommen wir nun zur türkischen Grammatik. Was für ein Wort ist das Wort laufen? Ich auch. Kommen wir nun zur türkischen Grammatik. Was für ein Wort ist das Wort laufen? Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir morgens? Hallo Mary. Wie geht es dir morgens? Hallo John. Ich bin gut und du? Hallo John. Ich bin gut und du? Mir geht es auch gut, danke. Wie war das Treffen gestern Abend? Mir geht es auch gut, danke. Wie war das Treffen gestern Abend? Das Treffen verlief gut, aber es müssen noch einige Probleme gelöst werden. Das Treffen verlief gut, aber es müssen noch einige Probleme gelöst werden. Ich verstehe, sollen wir diese Themen heute besprechen? Ich verstehe, sollen wir diese Themen heute besprechen? Das ist natürlich eine gute Idee. Wir können uns am Nachmittag treffen. Das ist natürlich eine gute Idee. Wir können uns am Nachmittag treffen. Toll. Wann wacht er nachmittags auf? Toll. Wann wacht er nachmittags auf? 14 Uhr wäre für mich in Ordnung. Wie ist es für Sie? 14 Uhr wäre für mich in Ordnung. Wie ist es für Sie? Warnung bei 2. Okay. Sollen wir uns im Besprechungsraum treffen? Warnung bei 2. Okay. Sollen wir uns im Besprechungsraum treffen? Ja, ein Besprechungsraum wäre angebracht. Vergessen Sie auch nicht, einen Bericht einzureichen. Ja, ein Besprechungsraum wäre angebracht. Vergessen Sie auch nicht, einen Bericht einzureichen. Du hast recht, ich sende die Berichte jetzt. Hier sind die Berichte. Du hast recht, ich sende die Berichte jetzt. Hier sind die Berichte. Danke, John. Jetzt bin ich wieder an der Arbeit.
Danke, John. Jetzt bin ich wieder an der Arbeit. Ich wünsche dir gute Arbeit, Mary. Ich wünsche dir gute Arbeit, Mary. Auch dir gute Arbeit, John. Bis später. Auch dir gute Arbeit, John. Bis später. Wir sehen uns, tschüss. Wir sehen uns, tschüss. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Warst du jemals in London? Guten Morgen, Maria. Warst du jemals in London? Ja, ich war letzten Sommer dort. Es ist eine faszinierende Stadt. Ja, ich war letzten Sommer dort. Es ist eine faszinierende Stadt. Ich habe gehört, dass die Geschichte dort unglaublich ist. Ich habe gehört, dass die Geschichte dort unglaublich ist. Der Tower of London ist auf jeden Fall ein Muss. Der Tower of London ist auf jeden Fall ein Muss. Hatten Sie Gelegenheit, die Museen zu erkunden? Hatten Sie Gelegenheit, die Museen zu erkunden? Ja, das British Museum war unglaublich. Es gibt so viel zu sehen. Ja, das British Museum war unglaublich. Es gibt so viel zu sehen. Ich wollte schon immer den Rosetta-Stein sehen. Ich wollte schon immer den Rosetta-Stein sehen. Persönlich ist es ziemlich beeindruckend. Und die Architektur ist faszinierend. Persönlich ist es ziemlich beeindruckend. Und die Architektur ist faszinierend. Die Mischung aus alt und neu muss unglaublich sein. Die Mischung aus alt und neu muss unglaublich sein. Ist es wirklich? Die Skyline ist eine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Ist es wirklich? Die Skyline ist eine Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Ja, die Aussicht war atemberaubend. Man kann die ganze Stadt sehen. Ja, die Aussicht war atemberaubend. Man kann die ganze Stadt sehen. Wie wäre es mit dem Buckingham Palace? Hast du die Wachablösung gesehen? Wie wäre es mit dem Buckingham Palace? Hast du die Wachablösung gesehen? Ja, es war eine große Show. Ein wahres Beispiel britischer Tradition. Ja, es war eine große Show. Ein wahres Beispiel britischer Tradition. Haben Sie die Märkte recherchiert? Haben Sie die Märkte recherchiert? Der Camden Market war interessant. Viele einzigartige Geschäfte. Der Camden Market war interessant. Viele einzigartige Geschäfte. Was ist mit Essen? Was ist mit Essen? Die Vielfalt war überraschend. Von Streetfood bis hin zu feinen Restaurants. Die Vielfalt war überraschend. Von Streetfood bis hin zu feinen Restaurants. Ich habe gehört, dass das West End ein Paradies für Theaterliebhaber ist. Ich habe gehört, dass das West End ein Paradies für Theaterliebhaber ist. Definitiv. Als ich dort war, habe ich ein tolles Musical gesehen. Definitiv. Als ich dort war, habe ich ein tolles Musical gesehen. Was ist mit Parks? Der Hyde Park muss im Sommer wunderschön sein. Was ist mit Parks? Der Hyde Park muss im Sommer wunderschön sein. Es passierte. Die Serpentine ist ein angenehmer Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Es passierte. Die Serpentine ist ein angenehmer Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, an der Themse entlang zu schlendern? Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, an der Themse entlang zu schlendern? Ja,
In der South Bank wimmelt es von Straßenkünstlern und Künstlern. Ja, in der South Bank wimmelt es von Straßenkünstlern und Künstlern. Waren Sie schon einmal in einer der versteckten Straßen? Waren Sie schon einmal in einer der versteckten Straßen? Ja, ich bin in Soho auf einige bezaubernde kleine Straßen gestoßen. Ja, ich bin in Soho auf einige bezaubernde kleine Straßen gestoßen. Was ist mit den Märkten in Notting Hill? Was ist mit den Märkten in Notting Hill? Der Portobello Road Market war sehr angenehm. Zu viele Charaktere. Der Portobello Road Market war sehr angenehm. Zu viele Charaktere. Haben Sie eine Ahnung von der Literaturgeschichte der Stadt? Haben Sie eine Ahnung von der Literaturgeschichte der Stadt? Ja, ich habe das Charles Dickens Museum besucht. Es war faszinierend. Ja, ich habe das Charles Dickens Museum besucht. Es war faszinierend. Ich wollte schon immer Shakespeare's Globe Theater besuchen. Ich wollte schon immer Shakespeare's Globe Theater besuchen. Das ist ein Schritt zurück in die Zeit. Die Atmosphäre ist unglaublich. Das ist ein Schritt zurück in die Zeit. Die Atmosphäre ist unglaublich. Haben Sie eines der weniger bekannten Viertel erkundet? Haben Sie eines der weniger bekannten Viertel erkundet? Ich habe einige Zeit in Greenwich verbracht. Die maritime Geschichte ist interessant. Ich habe einige Zeit in Greenwich verbracht. Die maritime Geschichte ist interessant. Haben Sie versteckte Schätze wie kleine, unabhängige Buchhandlungen gefunden? Haben Sie versteckte Schätze wie kleine, unabhängige Buchhandlungen gefunden? Ja, ich habe in Bloomsbury ein faszinierendes gefunden. Ich hatte das Gefühl, in eine andere Ära einzutreten. Ja, ich habe in Bloomsbury ein faszinierendes gefunden. Ich hatte das Gefühl, in eine andere Ära einzutreten. Ich kann raten, die Stadt scheint vielschichtige Geschichte zu haben. Ich kann raten, die Stadt scheint vielschichtige Geschichte zu haben. Absolut jede Ecke hat eine Geschichte. Absolut jede Ecke hat eine Geschichte. Hatten Sie Gelegenheit, das Nachtleben kennenzulernen? Hatten Sie Gelegenheit, das Nachtleben kennenzulernen? Ich tat. Soho erwacht nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben. Elektrisch. Ich tat. Soho erwacht nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben. Elektrisch. London scheint eine Stadt endloser Entdeckungen zu sein. London scheint eine Stadt endloser Entdeckungen zu sein. Ist es wirklich? Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr zu erkunden. Ist es wirklich? Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr zu erkunden. Ich muss bald eine Reise planen. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen, Miriam. Ich muss bald eine Reise planen. Vielen Dank für das Teilen Ihrer Erfahrungen, Miriam. Gern geschehen, Michael. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Gern geschehen, Michael. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, warst du schon einmal in London? Hey Mary, warst du schon einmal in London? Ja, ich war letzten Sommer dort. Ja, ich war letzten Sommer dort. Was haben Sie darüber gedacht? Was haben Sie darüber gedacht? Es war wundervoll. So viel Geschichte und Kultur. Es war wundervoll. So viel Geschichte und Kultur.
Ich wollte schon immer mal vorbeischauen. Was war deine Lieblingsfolge? Ich wollte schon immer mal vorbeischauen. Was war deine Lieblingsfolge? Die Museen waren unglaublich. Die Museen waren unglaublich. Zu welchen bist du gegangen? Zu welchen bist du gegangen? Britisches Museum und Nationalgalerie. Britisches Museum und Nationalgalerie. Diese stehen definitiv auf meiner Liste. Diese stehen definitiv auf meiner Liste. Du wirst sie lieben. Es gibt so viel zu sehen. Du wirst sie lieben. Es gibt so viel zu sehen. Hatten Sie Gelegenheit, den Tower of London zu besichtigen? Hatten Sie Gelegenheit, den Tower of London zu besichtigen? Ja, es war faszinierend. Ja, es war faszinierend. Die Geschichte dort muss überwältigend sein. Die Geschichte dort muss überwältigend sein. Definitiv. Es sind Geschichten, die Jahrhunderte überdauern. Definitiv. Es sind Geschichten, die Jahrhunderte überdauern. Haben Sie traditionelle britische Gerichte probiert? Haben Sie traditionelle britische Gerichte probiert? Ja, ich hatte Fish and Chips. Lecker. Ja, ich hatte Fish and Chips. Lecker. Klassische Wahl. Warst du schon einmal in Parks? Klassische Wahl. Warst du schon einmal in Parks? Der Hyde Park war wunderschön. Der Hyde Park war wunderschön. Ich habe gehört, dass es dort Schwäne gibt. Ich habe gehört, dass es dort Schwäne gibt. Ja, ich habe sie gesehen. Elegante Kreaturen. Ja, ich habe sie gesehen. Elegante Kreaturen. Haben Sie eine Show im West End gesehen? Haben Sie eine Show im West End gesehen? Ich habe Der König der Löwen gesehen. Es war toll. Ich habe Der König der Löwen gesehen. Es war toll. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Es muss ein Fest gewesen sein. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Es muss ein Fest gewesen sein. Es war magisch. Die Kostüme waren unglaublich. Es war magisch. Die Kostüme waren unglaublich. Haben Sie die U-Bahn benutzt, um sich fortzubewegen? Haben Sie die U-Bahn benutzt, um sich fortzubewegen? Ja, sehr nützlich. Ja, sehr nützlich. Das U-Bahn-System ist berühmt. Das U-Bahn-System ist berühmt. Es erleichtert die Navigation in der Stadt. Es erleichtert die Navigation in der Stadt. Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Haben Sie schon einen Spaziergang auf dem London Eye gemacht? Ja, die Aussicht war atemberaubend. Ja. Die Aussicht war atemberaubend. Ich habe die Fotos gesehen. Es sieht unglaublich aus. Ich habe die Fotos gesehen. Es sieht unglaublich aus. Ein Muss, wenn Sie dorthin gehen. Ein Muss, wenn Sie dorthin gehen. Haben Sie irgendwelche Stadtteile recherchiert? Haben Sie irgendwelche Stadtteile recherchiert? Ich habe einige Zeit in Camden verbracht. Ich liebte die Märkte. Ich habe einige Zeit in Camden verbracht. Ich liebte die Märkte. Camden hat eine einzigartige Atmosphäre. Camden hat eine einzigartige Atmosphäre. So wie das. Da steckt viel Kreativität drin. So wie das. Da steckt viel Kreativität drin. Haben Sie sich schon den Buckingham Palace angeschaut? Haben Sie sich schon den Buckingham Palace angeschaut? Ja, ich habe die Wachablösung gesehen. Ja, ich habe die Wachablösung gesehen. Dies ist ein klassisches London-Erlebnis.
Dies ist ein klassisches London-Erlebnis. Es war eine ziemliche Show. Es war eine ziemliche Show. Haben Sie einen Tagesausflug außerhalb von London unternommen? Haben Sie einen Tagesausflug außerhalb von London unternommen? Ich ging für einen Tag nach Oxford. Ich ging für einen Tag nach Oxford. Das steht auch auf meiner Liste. Wie war es? Das steht auch auf meiner Liste. Wie war es? Wunderschöne Architektur und reiche Geschichte. Wunderschöne Architektur und reiche Geschichte. Haben Sie die berühmte Bodleian Library gesehen? Haben Sie die berühmte Bodleian Library gesehen? Ja, es war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ja, es war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Sieht großartig aus. Haben Sie Märkte besucht? Sieht großartig aus. Haben Sie Märkte besucht? Ja, der Borough Market war ein Paradies für Feinschmecker. Ja, der Borough Market war ein Paradies für Feinschmecker. Ich habe gehört, dass das Essen dort hervorragend ist. Ich habe gehört, dass das Essen dort hervorragend ist. Ist es wirklich? So viele Möglichkeiten. Ist es wirklich? So viele Möglichkeiten. Hatten Sie Gelegenheit, die St. Paul's Cathedral zu besichtigen? Hatten Sie Gelegenheit, die St. Paul's Cathedral zu besichtigen? Ja, die Kuppel ist großartig. Ja, die Kuppel ist großartig. Ich habe gehört, dass die Aussicht von dort oben atemberaubend ist. Ich habe gehört, dass die Aussicht von dort oben atemberaubend ist. Natürlich lohnt sich der Aufstieg. Natürlich lohnt sich der Aufstieg. Haben Sie britische Traditionen erlebt? Haben Sie britische Traditionen erlebt? Ich habe Nachmittagstee im The Ritz getrunken. Ich habe Nachmittagstee im The Ritz getrunken. Das ist durch und durch britisch. Wie war es? Das ist durch und durch britisch. Wie war es? Elegant und lecker. Ein wahrer Genuss. Elegant und lecker. Ein wahrer Genuss. Haben Sie schon einmal eine Bootsfahrt auf der Themse gemacht? Haben Sie schon einmal eine Bootsfahrt auf der Themse gemacht? Ja, ich habe eine Sonnenuntergangskreuzfahrt gemacht. Ja, ich habe eine Sonnenuntergangskreuzfahrt gemacht. Es muss eine schöne Sache sein. Es muss eine schöne Sache sein. Alle Lichter waren an. Alle Lichter waren an. Hatten Sie eine Lieblingserinnerung von Ihrer Reise? Hatten Sie eine Lieblingserinnerung von Ihrer Reise? Beobachten Sie den Sonnenuntergang von der Millennium Bridge aus. Beobachten Sie den Sonnenuntergang von der Millennium Bridge aus. Das klingt unglaublich romantisch. Das klingt unglaublich romantisch. Es war ein perfekter London-Moment. Es war ein perfekter London-Moment. London scheint eine Stadt voller davon zu sein. London scheint eine Stadt voller davon zu sein. Ist es wirklich? Es gibt so viel zu entdecken. Ist es wirklich? Es gibt so viel zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Miriam, wie geht es dir? Hallo Miriam, wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut. Danke für die Frage. In Ordnung und du? Hallo Michael, mir geht es gut. Danke für die Frage. In Ordnung und du? Es ist nicht so schlimm.
Aufgrund der Arbeitsbelastung war ich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Es ist nicht so schlimm. Aufgrund der Arbeitsbelastung war ich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Oh, ich auch. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen. Hast du die Dekorationen gesehen? Oh, ich auch. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen. Hast du die Dekorationen gesehen? Ja, sie sehen toll aus. Waren Sie an der Gründung beteiligt? Ja, sie sehen toll aus. Waren Sie an der Gründung beteiligt? Nein, es ist nicht real, aber ich habe ein paar Snacks für die Party mitgebracht. Im Pausenraum gibt es Muffins und Chips. Nein, es ist nicht real, aber ich habe ein paar Snacks für die Party mitgebracht. Im Pausenraum gibt es Muffins und Chips. Das ist toll. Ich mag Kuchen. Wissen Sie übrigens, wann die Party beginnt? Das ist toll. Ich mag Kuchen. Wissen Sie übrigens, wann die Party beginnt? Es wird voraussichtlich gegen 18 Uhr losgehen. Planen Sie einen längeren Aufenthalt? Es wird voraussichtlich gegen 18 Uhr losgehen. Planen Sie einen längeren Aufenthalt? Ich werde wahrscheinlich ein paar Stunden hier bleiben und dann nach Hause gehen. Ich habe etwas zu erledigen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Stunden hier bleiben und dann nach Hause gehen. Ich habe etwas zu erledigen. Ich verstehe es. Ich hoffe, dass ich die Party genießen und vielleicht etwas tanzen kann. Bist du ein sehr guter Tänzer? Ich verstehe es. Ich hoffe, dass ich die Party genießen und vielleicht etwas tanzen kann. Bist du ein sehr guter Tänzer? Haha, nicht wirklich. Aber vielleicht probiere ich es nach ein oder zwei Drinks. Was ist mit dir? Haha, nicht wirklich. Aber vielleicht probiere ich es nach ein oder zwei Drinks. Was ist mit dir? Ich mag tanzen. Ich kann einem guten Schuss nicht widerstehen. Vielleicht kommst du später mit mir auf die Tanzfläche. Ich mag tanzen. Ich kann einem guten Schuss nicht widerstehen. Vielleicht kommst du später mit mir auf die Tanzfläche. Natürlich. Warum nicht? Klingt lustig. Apropos Getränke. Gibt es auch alkoholfreie Optionen? Ich fahre heute Abend das Auto. Natürlich. Warum nicht? Klingt lustig. Apropos Getränke. Gibt es auch alkoholfreie Optionen? Ich fahre heute Abend das Auto. Definitiv. Es gibt eine Auswahl an Cocktails und alkoholfreien Getränken. Sie werden sich nicht ausgeschlossen fühlen. Definitiv. Es gibt eine Auswahl an Cocktails und alkoholfreien Getränken. Sie werden sich nicht ausgeschlossen fühlen. Gut zu hören. Sicherheit geht vor. Oder? Habt ihr interessante Pläne für das Wochenende nach der Party? Gut zu hören. Sicherheit geht vor. Oder? Habt ihr interessante Pläne für das Wochenende nach der Party? Nicht viel. Nur um ein bisschen zu entspannen und vielleicht ein gutes Buch zu lesen. In Ordnung und du? Nicht viel. Nur um ein bisschen zu entspannen und vielleicht ein gutes Buch zu lesen. In Ordnung und du? Wenn das Wetter schön ist, habe ich vor, spazieren zu gehen. Es ist lange her, seit ich ausgegangen bin. Wenn das Wetter schön ist, habe ich vor, spazieren zu gehen. Es ist lange her, seit ich ausgegangen bin. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich hoffe, Sie haben eine großartige Zeit. Bis später auf der Party. Michael,
Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich hoffe, Sie haben eine großartige Zeit. Bis später auf der Party. Michael. Danke, Maria. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns dort. Danke, Maria. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns dort. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hallo, Mary. Es ist toll, endlich in Deutschland zu sein, nicht wahr? Hallo, Mary. Es ist toll, endlich in Deutschland zu sein, nicht wahr? Auf jeden Fall, Michael. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Auf jeden Fall, Michael. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Ich weiß richtig, die Architektur, die Kultur, alles ist so faszinierend. Ich weiß richtig, die Architektur, die Kultur, alles ist so faszinierend. Ich wollte schon immer Europa bereisen und Deutschland stand ganz oben auf meiner Liste. Ich wollte schon immer Europa bereisen und Deutschland stand ganz oben auf meiner Liste. Sie haben sich ein tolles Reiseziel ausgesucht. Es gibt so viel zu entdecken. Sie haben sich ein tolles Reiseziel ausgesucht. Es gibt so viel zu entdecken. Ich habe gehört, dass die Weihnachtsmärkte hier unglaublich sind. Ich habe gehört, dass die Weihnachtsmärkte hier unglaublich sind. Sie sind wirklich. Die festliche Atmosphäre müssen Sie erleben. Sie sind wirklich. Die festliche Atmosphäre müssen Sie erleben. Ich kann es kaum erwarten, alle traditionellen deutschen Gerichte zu probieren. Ich kann es kaum erwarten, alle traditionellen deutschen Gerichte zu probieren. Ah, Sie werden sich verwöhnen lassen. Die Würste, Bagels und Gebäck sind nicht von dieser Welt. Ah, Sie werden sich verwöhnen lassen. Die Würste, Bagels und Gebäck sind nicht von dieser Welt. Und natürlich dürfen wir das Bier nicht vergessen. Und natürlich dürfen wir das Bier nicht vergessen. Definitiv. Es gibt einen Grund, warum deutsches Bier legendär ist. Definitiv. Es gibt einen Grund, warum deutsches Bier legendär ist. Haben Sie unsere wöchentliche Route geplant? Haben Sie unsere wöchentliche Route geplant? Ich habe einen groben Entwurf. Aber wir können flexibel sein. Ich habe einen groben Entwurf, aber wir können flexibel sein. Es klingt perfekt. Ich bin zu allem bereit. Es klingt perfekt. Ich bin zu allem bereit. Beginnen wir morgen mit der Altstadtrundfahrt. Beginnen wir morgen mit der Altstadtrundfahrt. Scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, die Geschichte der Stadt zu verstehen. Scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, die Geschichte der Stadt zu verstehen. Definitiv. Später am Nachmittag können wir einige Museen besuchen. Definitiv. Später am Nachmittag können wir einige Museen besuchen. Besonders Kunstmuseen begeistern mich. Besonders Kunstmuseen begeistern mich. In der alten Pinakothek gibt es eine prächtige Sammlung. In der alten Pinakothek gibt es eine prächtige Sammlung. Ich habe über dieses Thema gelesen. Etwas, das man gesehen haben muss. Ich habe über dieses Thema gelesen. Etwas, das man gesehen haben muss. Anschließend können wir in einem traditionellen Biergarten entspannen. Anschließend können wir in einem traditionellen Biergarten entspannen. Das scheint der perfekte Abschluss des Tages zu sein. Das scheint der perfekte Abschluss des Tages zu sein.
Wie wäre es am nächsten Tag mit einem Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein? Wie wäre es am nächsten Tag mit einem Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein? Dieses Märchenschloss ist für mich ein wahr gewordener Traum. Dieses Märchenschloss ist für mich ein wahr gewordener Traum. Es ist, als würde man in ein Bilderbuch eintauchen. Es ist, als würde man in ein Bilderbuch eintauchen. Die grandiose Aussicht von dort kann ich mir schon vorstellen. Die grandiose Aussicht von dort kann ich mir schon vorstellen. Sie sind absolut atemberaubend, besonders im Herbst. Sie sind absolut atemberaubend, besonders im Herbst. Ich bin so froh, dass wir uns für diese Jahreszeit entschieden haben. Ich bin so froh, dass wir uns für diese Jahreszeit entschieden haben. Die perfekte Mischung aus Schönheit und Komfort. Die perfekte Mischung aus Schönheit und Komfort. Und das Wetter scheint genau richtig zu sein. Und das Wetter scheint genau richtig zu sein. Ja, nicht zu kalt, aber genug für einen kuscheligen Schal und heißen Kakao. Ja, nicht zu kalt, aber genug für einen kuscheligen Schal und heißen Kakao. Apropos, ich habe gehört, dass deutsche heiße Schokolade fantastisch ist. Apropos, ich habe gehört, dass deutsche heiße Schokolade fantastisch ist. Sie werden sich verwöhnen lassen. Es ist wie eine herzliche Umarmung in einer Tasse. Sie werden sich verwöhnen lassen. Es ist wie eine herzliche Umarmung in einer Tasse. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Und vielleicht können Sie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Und vielleicht können Sie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Desserts hier sind göttlich. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Desserts hier sind göttlich. Ich kann schon jetzt sagen, dass diese Reise unvergesslich sein wird. Ich kann schon jetzt sagen, dass diese Reise unvergesslich sein wird. Auf jeden Fall, Maria. Deutschland hat die Art, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Auf jeden Fall, Maria. Deutschland hat die Art, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften. Ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften. Ich bin auch Miriam. Hallo zu einem wunderschönen Urlaub in Deutschland. Ich bin auch Miriam. Hallo zu einem wunderschönen Urlaub in Deutschland. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Ich bin etwas wund, aber mir geht es gut. Guten Morgen, Michael. Ich bin etwas wund, aber mir geht es gut. Freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Die Ärzte sagten, dass es ihnen bald besser gehen wird. Freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Die Ärzte sagten, dass es ihnen bald besser gehen wird. Das ist beruhigend. Ich möchte einfach auf den Beinen stehen. Das ist beruhigend. Ich möchte einfach auf den Beinen stehen. Ich verstehe, bleiben Sie ruhig und überstürzen Sie nichts. Ich verstehe, bleiben Sie ruhig und überstürzen Sie nichts. Danke, Michael. Sie haben mich während des gesamten Prozesses sehr unterstützt. Danke, Michael. Sie haben mich während des gesamten Prozesses sehr unterstützt. Natürlich, Maria. Dafür sind Freunde da. Natürlich, Maria. Dafür sind Freunde da.
Ich weiß das mehr zu schätzen, als Worte es ausdrücken können. Ich weiß das mehr zu schätzen, als Worte es ausdrücken können. Du bist damit nicht allein, Mary. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Du bist damit nicht allein, Mary. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Das bedeutet mir die Welt, Michael. Das bedeutet mir die Welt, Michael. Wie ist das Essen hier? Gibt es irgendwelche dietetischen Einschränkungen? Wie ist das Essen hier? Gibt es irgendwelche dietetischen Einschränkungen? Das Essen ist gut, aber ich versuche, mich an eine natriumarme Diät zu halten. Das Essen ist gut, aber ich versuche, mich an eine natriumarme Diät zu halten. Ich werde die Krankenschwestern auf jeden Fall über ihre Ernährungsbedürfnisse informieren. Ich werde die Krankenschwestern auf jeden Fall über ihre Ernährungsbedürfnisse informieren. Danke, Michael. Du kümmerst dich immer um mich. Danke, Michael. Du kümmerst dich immer um mich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Mary. Du würdest das Gleiche für mich tun. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Mary. Du würdest das Gleiche für mich tun. Ich weiß, dass du das tun wirst, Michael. Du bist ein wahrer Freund. Ich weiß, dass du das tun wirst, Michael. Du bist ein wahrer Freund. Lassen Sie uns über etwas sprechen, das Ihre Stimmung heben wird. Haben Sie von Ihrer Familie gehört? Lassen Sie uns über etwas sprechen, das Ihre Stimmung heben wird. Haben Sie von Ihrer Familie gehört? Ja, Sie haben mich angerufen und nachgesehen. Das bedeutet viel. Ja, Sie haben mich angerufen und nachgesehen. Das bedeutet viel. Das ist schön zu hören. Die Unterstützung der Familie ist unbezahlbar. Das ist schön zu hören. Die Unterstützung der Familie ist unbezahlbar. Was ist mit dir, Michael? Wie ist die Arbeit und alles andere? Was ist mit dir, Michael? Wie ist die Arbeit und alles andere? Alles läuft gut und alle wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Genesung. Alles läuft gut und alle wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Genesung. Bitte danken Sie ihnen in meinem Namen. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Büro zu kommen. Bitte danken Sie ihnen in meinem Namen. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Büro zu kommen. Wir alle freuen uns auf deine Rückkehr, Mary. Wir alle freuen uns auf deine Rückkehr, Mary. Michael, kannst du mir das Buch auf dem Tisch reichen? Ich brauche etwas, um mir die Zeit zu vertreiben. Michael, kannst du mir das Buch auf dem Tisch reichen? Ich brauche etwas, um mir die Zeit zu vertreiben. Natürlich bist du. Sie haben ein weiteres Anliegen? Natürlich bist du. Sie haben ein weiteres Anliegen? Kannst du eigentlich mein Tablet aus meiner Tasche nehmen? Ich würde gerne einen Film sehen. Kannst du eigentlich mein Tablet aus meiner Tasche nehmen? Ich würde gerne einen Film sehen. Natürlich. Hier finden Sie alles, was Ihren Aufenthalt noch angenehmer macht. Natürlich. Hier finden Sie alles, was Ihren Aufenthalt noch angenehmer macht. Du bist ein Lebensretter, Michael. Ohne dich wäre ich so gelangweilt. Du bist ein Lebensretter, Michael. Ohne dich wäre ich so gelangweilt. Es ist mir ein Vergnügen, Mary. Wir werden diese Situation bestmöglich nutzen. Es ist mir ein Vergnügen, Mary. Wir werden diese Situation bestmöglich nutzen. Michael,
Kannst du mir helfen, mich ein wenig im Raum zu bewegen? Michael, kannst du mir helfen, mich ein wenig im Raum zu bewegen? Gar nicht. Gehen wir langsam und stetig voran. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen. Gar nicht. Gehen wir langsam und stetig voran. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen. Danke, Michael. Ihre Anwesenheit macht einen großen Unterschied. Danke, Michael. Ihre Anwesenheit macht einen großen Unterschied. Es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben, wenn auch nur ein bisschen. Es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben, wenn auch nur ein bisschen. Ich habe das Glück, dich an meiner Seite zu haben, Michael. Ich habe das Glück, dich an meiner Seite zu haben, Michael. Und ich bin so glücklich, dich als Freundin zu haben, Mary. Und ich bin so glücklich, dich als Freundin zu haben, Mary. Michael, kannst du glauben, dass wir dieses Gespräch in Deutschland führen? Michael, kannst du glauben, dass wir dieses Gespräch in Deutschland führen? Das Leben hält Überraschungen bereit, oder? Aber wir werden unser Bestes geben. Das Leben hält Überraschungen bereit, oder? Aber wir werden unser Bestes geben. Das ist der Geist, Michael. Wir werden dies zu einem positiven Erlebnis machen. Das ist der Geist, Michael. Wir werden dies zu einem positiven Erlebnis machen. Auf jeden Fall, Maria. Wir werden dankbar auf das zurückblicken, was wir gelernt haben. Auf jeden Fall, Maria. Wir werden dankbar auf das zurückblicken, was wir gelernt haben. Du hast ein Talent dafür, die positive Seite zu sehen, Michael. Du hast ein Talent dafür, die positive Seite zu sehen, Michael. Es ist eine Fähigkeit, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Positivität kann einen großen Unterschied machen. Es ist eine Fähigkeit, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Positivität kann einen großen Unterschied machen. Du hast völlig recht, Michael. Ihre Einstellung ist inspirierend. Du hast völlig recht, Michael. Ihre Einstellung ist inspirierend. Wir werden das überstehen, Mary, und du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Wir werden das überstehen, Mary, und du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Ich glaube es, Michael. Mit dir an meiner Seite kann ich alles meistern. Ich glaube es, Michael. Mit dir an meiner Seite kann ich alles meistern. Das ist die Seele, Mary. Wir werden uns dieser Herausforderung gemeinsam stellen, und zwar direkt. Das ist die Seele, Mary. Wir werden uns dieser Herausforderung gemeinsam stellen, und zwar direkt. Michael, würdest du eine Krankenschwester rufen? Ich muss meine Medikamente nehmen. Michael, würdest du eine Krankenschwester rufen? Ich muss meine Medikamente nehmen. Gar nicht. Ich werde sofort jemanden finden. Ihre Gesundheit steht an erster Stelle. Gar nicht. Ich werde sofort jemanden finden. Ihre Gesundheit steht an erster Stelle. Danke, Michael. Du kümmerst dich immer so gut um mich. Danke, Michael. Du kümmerst dich immer so gut um mich. Es ist mir ein Vergnügen, Mary. Ich möchte dich so schnell wie möglich wieder auf den Beinen sehen. Es ist mir ein Vergnügen, Mary. Ich möchte dich so schnell wie möglich wieder auf den Beinen sehen. Solange du dich um mich kümmerst, habe ich keinen Zweifel daran, dass ich zu meinem alten Ich zurückkehren werde.
Solange du dich um mich kümmerst, habe ich keinen Zweifel daran, dass ich zu meinem alten Ich zurückkehren werde. Das ist unsere Einstellung, Mary. Behalten Sie diese positive Einstellung bei. Das ist unsere Einstellung, Mary. Behalten Sie diese positive Einstellung bei. Michael, wie ist das Wetter draußen? Ich vermisse es, die Sonne zu sehen. Michael, wie ist das Wetter draußen? Ich vermisse es, die Sonne zu sehen. Es ist ein wunderschöner Tag, Mary. Sonnenschein. Es ist ein wunderschöner Tag, Mary. Sonnenschein. Das ist ein gutes Zeichen. Ich kann es kaum erwarten, etwas frische Luft zu schnappen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich kann es kaum erwarten, etwas frische Luft zu schnappen. Wir werden es möglich machen, Mary. Nach der Entlassung machen wir einen Spaziergang. Wir werden es möglich machen, Mary. Nach der Entlassung machen wir einen Spaziergang. Daran halte ich Sie fest, Michael. Es ist ein Date. Daran halte ich Sie fest, Michael. Es ist ein Date. Es ist ein Deal, Mary. Wir werden Ihre Genesung feiern. Es ist ein Deal, Mary. Wir werden Ihre Genesung feiern. Michael, ich bin so dankbar für deine Freundschaft. Du warst mein Fels. Michael, ich bin so dankbar für deine Freundschaft. Du warst mein Fels. Ich bin auch dir dankbar, Mary. Wir werden immer an der Seite des anderen sein. Ich bin auch dir dankbar, Mary. Wir werden immer an der Seite des anderen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, das ohne dich durchzumachen, Michael. Ich kann mir nicht vorstellen, das ohne dich durchzumachen, Michael. Wir sind ein Team, Mary. Gemeinsam werden wir alles meistern, was auf uns zukommt. Wir sind ein Team, Mary. Gemeinsam werden wir alles meistern, was auf uns zukommt. Michael, erinnerst du dich, als wir zusammen in Spanien gereist sind? Michael, erinnerst du dich, als wir zusammen in Spanien gereist sind? Wie konnte ich das vergessen? Es war das Abenteuer meines Lebens. Wie konnte ich das vergessen? Es war das Abenteuer meines Lebens. Der Anblick, das Essen, das Lachen. Es war alles so erstaunlich. Der Anblick, das Essen, das Lachen. Es war alles so erstaunlich. Wir werden noch mehr Abenteuer wie dieses erleben, wenn du wieder auf die Beine kommst. Wir werden noch mehr Abenteuer wie dieses erleben, wenn du wieder auf die Beine kommst. Ich kann es kaum erwarten, Michael. Wir werden noch schönere Erinnerungen schaffen. Ich kann es kaum erwarten, Michael. Wir werden noch schönere Erinnerungen schaffen. Das ist ein Versprechen, Mary. Wir werden unser Leben mit schönen Momenten füllen. Das ist ein Versprechen, Mary. Wir werden unser Leben mit schönen Momenten füllen. Michael, was möchtest du als erstes tun, wenn ich hier rauskomme? Michael, was möchtest du als erstes tun, wenn ich hier rauskomme? Ich lade Sie zu einem schönen Abendessen ein, um Ihre Genesung zu feiern. Ich lade Sie zu einem schönen Abendessen ein, um Ihre Genesung zu feiern. Klingt perfekt, Michael. Ich freue mich darauf. Klingt perfekt, Michael. Ich freue mich darauf. Es ist ein Date, Mary. Wir machen diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis. Es ist ein Date, Mary. Wir machen diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis.
Ich kann es kaum erwarten, mit dir draußen zu sein, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit dir draußen zu sein, Michael. Kommt bald, Mary. Wir werden das Leben in vollen Zügen genießen. Kommt bald, Mary. Wir werden das Leben in vollen Zügen genießen. Michael, lass uns einen Deal machen, um jeden Moment zu schätzen, wenn ich aufstehe. Michael, lass uns einen Deal machen, um jeden Moment zu schätzen, wenn ich aufstehe. Ich kann nur zustimmen, Mary. Das Leben ist zu kostbar, um nicht jede Sekunde zu schätzen. Ich kann nur zustimmen, Mary. Das Leben ist zu kostbar, um nicht jede Sekunde zu schätzen. Von dem Moment an, in dem ich entlassen werde, werden wir jeden Tag in vollen Zügen genießen. Michael, von dem Moment an, in dem ich entlassen werde, werden wir jeden Tag in vollen Zügen genießen. Michael, es ist ein Deal, Mary. Wir werden jeden Moment genießen. Es ist ein Deal, Mary. Wir werden jeden Moment genießen. Michael, mir geht es heute viel besser. Danke, dass du für mich da bist. Michael, mir geht es heute viel besser. Danke, dass du für mich da bist. Das freut mich, Mary. Ihr Fortschritt ist bemerkenswert. Das freut mich, Mary. Ihr Fortschritt ist bemerkenswert. Das ist alles deiner Unterstützung zu verdanken. Michael, du warst während dieses Prozesses mein Fels. Das ist alles deiner Unterstützung zu verdanken. Michael, du warst während dieses Prozesses mein Fels. Du bist diejenige, die die harte Arbeit macht, Mary. Ich bin nur hier, um dich aufzumuntern. Du bist diejenige, die die harte Arbeit macht, Mary. Ich bin nur hier, um dich aufzumuntern. Es macht einen großen Unterschied, dass du hier bist, Michael. Gib mir Stärke. Es macht einen großen Unterschied, dass du hier bist, Michael. Gib mir Stärke. Wir sind ein Team, Mary. Gemeinsam werden wir jedes Hindernis überwinden. Wir sind ein Team, Mary. Gemeinsam werden wir jedes Hindernis überwinden. Michael, lass uns versprechen, immer füreinander da zu sein, egal was passiert. Michael, lass uns versprechen, immer füreinander da zu sein, egal was passiert. Ich verspreche es, Mary. Sie können immer auf mich zählen, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich verspreche es, Mary. Sie können immer auf mich zählen, in guten wie in schlechten Zeiten. Du kannst mir auch vertrauen, Michael. Wir stecken da zusammen drin. Du kannst mir auch vertrauen, Michael. Wir stecken da zusammen drin. Es ist eine Bindung, die durch nichts gebrochen werden kann, Mary. Wir sind Freunde fürs Leben. Es ist eine Bindung, die durch nichts gebrochen werden kann, Mary. Wir sind Freunde fürs Leben. Michael, erinnerst du dich, als wir in Italien in einen unerwarteten Regensturm gerieten? Michael, erinnerst du dich, als wir in Italien in einen unerwarteten Regensturm gerieten? Wie konnte ich das vergessen? Wir waren durchnässt, lachten aber über alles. Wie konnte ich das vergessen? Wir waren durchnässt, lachten aber über alles. Es ist eine sehr lustige Erinnerung geworden. Wir haben das Beste aus der nassen Situation gemacht. Es ist eine sehr lustige Erinnerung geworden. Wir haben das Beste aus der nassen Situation gemacht. Das ist die Seele,
Mary. Wir finden immer einen Weg, die Dinge zu ändern. Das ist die Seele, Mary. Wir finden immer einen Weg, die Dinge zu ändern. Wir haben ein Talent dafür, in unerwarteten Momenten Freude zu finden, Michael. Wir haben ein Talent dafür, in unerwarteten Momenten Freude zu finden, Michael. Das ist ein besonderes Geschenk, Mary. Und das ist etwas, was ich an unserer Freundschaft schätze. Das ist ein besonderes Geschenk, Mary. Und das ist etwas, was ich an unserer Freundschaft schätze. Michael, ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Sie fügen zu viel Licht hinzu. Michael, ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Sie fügen zu viel Licht hinzu. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Mary. Du bringst auch so viel Freude und Wärme in mein Leben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Mary. Du bringst auch so viel Freude und Wärme in mein Leben. Wir sind das perfekte Paar, nicht wahr, Michael? Wir sind das perfekte Paar, nicht wahr, Michael? Auf jeden Fall, Maria. Wir ergänzen uns bestmöglich. Auf jeden Fall, Maria. Wir ergänzen uns bestmöglich. Michael, lass uns einen Pakt schließen, um weiterhin gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen. Michael, lass uns einen Pakt schließen, um weiterhin gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen. Ich bin voll dabei. Mary, unser Leben ist eine Leinwand und wir werden sie mit wundervollen Momenten bemalen. Ich bin voll dabei. Mary, unser Leben ist eine Leinwand und wir werden sie mit wundervollen Momenten bemalen. Zu Ehren unserer Freundschaft, Michael. Möge es weiter wachsen und sich entwickeln. Zu Ehren unserer Freundschaft, Michael. Möge es weiter wachsen und sich entwickeln. Prost, Mary. Viele weitere Abenteuer und wertvolles Ankara. Prost, Mary. Viele weitere Abenteuer und wertvolles Ankara. Michael, ich möchte dir dafür danken, dass du du bist. Michael, ich möchte dir dafür danken, dass du du bist. Danke, Maria. Du inspirierst mich jeden Tag mit deiner Stärke und Positivität. Danke, Maria. Du inspirierst mich jeden Tag mit deiner Stärke und Positivität. Wir heben uns gegenseitig auf, nicht wahr, Michael? Wir heben uns gegenseitig auf, nicht wahr, Michael? Das ist es, was echte Freunde tun. Mary. Wir sind füreinander da, egal was passiert. Das ist es, was echte Freunde tun, Mary. Wir sind füreinander da, egal was passiert. Michael, lass uns versprechen, einander immer wertzuschätzen und zu unterstützen. Michael, lass uns versprechen, einander immer wertzuschätzen und zu unterstützen. Ich verspreche es, Mary. Ich habe unerschütterliche Unterstützung und Freundschaft. Ich verspreche es, Mary. Ich habe unerschütterliche Unterstützung und Freundschaft. Du hast meine auch, Michael. Wir sind ein Team fürs Leben. Du hast meine auch, Michael. Wir sind ein Team fürs Leben. Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft, Mary. Du bedeutest die Welt für mich. Ich bin so dankbar für unsere Freundschaft, Mary. Du bedeutest die Welt für mich. Du bedeutest mir auch die Welt, Michael. Wir sind verwandte Geister. Du bedeutest mir auch die Welt, Michael. Wir sind verwandte Geister.
Wenn Maria wieder aufersteht, werden wir feiern wie nie zuvor. Wenn Maria wieder aufersteht, werden wir feiern wie nie zuvor. Daran halte ich sie fest, Michael. Es wird eine unvergessliche Party. Daran halte ich sie fest, Michael. Es wird eine unvergessliche Party. Vertraue darauf, Mary. Wir werden ein unvergessliches Fest feiern. Vertraue darauf, Mary. Wir werden ein unvergessliches Fest feiern. Michael, ich kann es kaum erwarten, wieder zu tanzen. Das ist eines der Dinge, die ich am meisten vermisse. Michael, ich kann es kaum erwarten, wieder zu tanzen. Das ist eines der Dinge, die ich am meisten vermisse. Wir werden tanzen, als würde niemand zuschauen, Mary. Nur du und ich feiern das Leben. Wir werden tanzen, als würde niemand zuschauen, Mary. Nur du und ich feiern das Leben. Das ist wie ein wahr gewordener Traum, Michael. Ich kann es kaum erwarten. Das ist wie ein wahr gewordener Traum, Michael. Ich kann es kaum erwarten. Es wird ein unvergesslicher Moment sein, Mary. Wir werden mit unserem Herzen tanzen. Es wird ein unvergesslicher Moment sein, Mary. Wir werden mit unserem Herzen tanzen. Michael, du weißt immer, wie du mich auch in schwierigen Zeiten zum Lächeln bringen kannst. Michael, du weißt immer, wie du mich auch in schwierigen Zeiten zum Lächeln bringen kannst. Dein Lächeln erhält den Raum, Mary. Ansteckend und schön. Dein Lächeln erhält den Raum, Mary. Ansteckend und schön. Wir sind ein Team, Michael. Wir heben uns immer gegenseitig auf. Wir sind ein Team, Michael. Wir heben uns immer gegenseitig auf. Dafür sind Freunde da, Mary. Sich gegenseitig unterstützen und das Beste herausholen. Dafür sind Freunde da, Mary. Sich gegenseitig unterstützen und das Beste herausholen. Michael, ich bin so dankbar für deine Freundschaft. Sie haben diese Erfahrung so viel einfacher gemacht. Michael, ich bin so dankbar für deine Freundschaft. Sie haben diese Erfahrung so viel einfacher gemacht. Und ich bin dir dankbar, Mary. Du hast mir Stärke und Ausdauer bewiesen wie kein anderer. Und ich bin dir dankbar, Mary. Du hast mir Stärke und Ausdauer bewiesen wie kein anderer. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam bewältigen können, Michael. Es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam bewältigen können, Michael. Das ist die Seele, Mary. Wenn wir zusammen sind, sind wir nicht aufzuhalten. Das ist die Seele, Mary. Wenn wir zusammen sind, sind wir nicht aufzuhalten. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Mir geht es gut, danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja. Habe ich. Ich ging mit meiner Familie in den Park. In Ordnung und du? Ja, habe ich. Ich ging mit meiner Familie in den Park. In Ordnung und du? Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Also, Mary, hast du den Sitzungsbericht fertig? Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Also, Mary, hast du den Sitzungsbericht fertig? Noch nicht,
Ich bin fast fertig. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht. Ich bin fast fertig. Ich brauche mehr Zeit. Kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit. Aber versuchen Sie, wenn möglich, bis morgen früh damit fertig zu sein. Kein Problem. Nehmen Sie sich Zeit. Aber versuchen Sie, wenn möglich, bis morgen früh damit fertig zu sein. Ich werde mein Bestes tun, um es bis dahin fertig zu haben. Ich werde mein Bestes tun, um es bis dahin fertig zu haben. Großartig! Übrigens, haben Sie schon von dem neuen Projekt gehört, das wir nächsten Monat starten? Großartig! Übrigens, haben Sie schon von dem neuen Projekt gehört, das wir nächsten Monat starten? Ja, habe ich. Klingt aufregend. Leiten Sie dieses Projekt? Ja, habe ich. Klingt aufregend. Leiten Sie dieses Projekt? Ja, ich bin es. Ich möchte, dass Sie Teil des Teams sind. Wären Sie interessiert? Ja, ich bin es. Ich möchte, dass Sie Teil des Teams sind. Wären Sie interessiert? Auf jeden Fall, Michael. Ich würde gerne an dem neuen Projekt teilnehmen. Auf jeden Fall, Michael. Ich würde gerne an dem neuen Projekt teilnehmen. Wunderbar. Ich denke, dass Ihr Fachwissen eine wertvolle Bereicherung für das Team sein wird. Wunderbar. Ich denke, dass Ihr Fachwissen eine wertvolle Bereicherung für das Team sein wird. Danke, Michael. Ich freue mich darauf. Gibt es etwas Besonderes, das ich für das Projekt vorbereiten muss? Danke, Michael. Ich freue mich darauf. Gibt es etwas Besonderes, das ich für das Projekt vorbereiten muss? Heute sende ich Ihnen die Details und die Einladung zum Treffen. Seien Sie einfach bereit, Ihre Ideen zu besprechen. Heute sende ich Ihnen die Details und die Einladung zum Treffen. Seien Sie einfach bereit, Ihre Ideen zu besprechen. Hört sich gut an. Ich kümmere mich um Ihre E-Mail. Hört sich gut an. Ich kümmere mich um Ihre E-Mail. Großartig. Treffen wir uns später in dieser Woche noch einmal, um das Projekt genauer zu besprechen. Großartig. Treffen wir uns später in dieser Woche noch einmal, um das Projekt genauer zu besprechen. Natürlich, Michael. Ich werde für unser Treffen bereit sein. Natürlich, Michael. Ich werde für unser Treffen bereit sein. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Friends geschaut? Hey Mary, hast du jemals Friends geschaut? Definitiv. Eine meiner Lieblingssendungen aller Zeiten. Definitiv. Eine meiner Lieblingssendungen aller Zeiten. Wirklich? Das ist toll. Wer ist dein Lieblingscharakter? Wirklich? Das ist toll. Wer ist dein Lieblingscharakter? Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, dass ich mich am meisten mit Monika verbunden fühle. Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, dass ich mich am meisten mit Monika verbunden fühle. Interessant. Er ist ein ziemlich guter Charakter. Was magst du daran? Interessant. Er ist ein ziemlich guter Charakter. Was magst du daran? Ich bewundere ihre Entschlossenheit und wie sie ihr Leben in die Hand nehmen. Ich bewundere ihre Entschlossenheit und wie sie ihr Leben in die Hand nehmen. Ja, Monika ist definitiv eine Leistungsträgerin. In Ordnung, und du? Wer ist dein Favorit? Ja, Monika ist definitiv eine Leistungsträgerin. In Ordnung, und du? Wer ist dein Favorit?
Ich hätte mit Chandler gehen sollen. Sein Sinn für Humor ist genau richtig. Ich hätte mit Chandler gehen sollen. Sein Sinn für Humor ist genau richtig. Chandlers Intelligenz ist legendär. Er weiß immer, wie er jeden zum Lachen bringt. Chandlers Intelligenz ist legendär. Er weiß immer, wie er jeden zum Lachen bringt. Definitiv. Außerdem ist ihre Dynamik mit Joey pures Comedy-Gold. Definitiv. Außerdem ist ihre Dynamik mit Joey pures Comedy-Gold. Diese beiden sind das perfekte Comedy-Duo. Daran besteht kein Zweifel. Diese beiden sind das perfekte Comedy-Duo. Daran besteht kein Zweifel. Was ist mit Ross und Rachel? Haben Ihnen Ihre Geschichten gefallen? Was ist mit Ross und Rachel? Haben Ihnen Ihre Geschichten gefallen? Definitiv. Ihre immer wiederkehrenden Beziehungen machen süchtig. Definitiv. Ihre immer wiederkehrenden Beziehungen machen süchtig. Es ist das klassische, werden sie oder werden sie nicht, Szenario. Aber es funktioniert so gut. Es ist das klassische, werden sie oder werden sie nicht, Szenario. Aber es funktioniert so gut. Und lassen Sie mich gar nicht erst mit Phoebes Eigenart anfangen. Es ist eine Rebellion. Und lassen Sie mich gar nicht erst mit Phoebes Eigenart anfangen. Es ist eine Rebellion. Phoebe fügt der Gruppe dieses skurrile Element hinzu. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe. Phoebe fügt der Gruppe dieses skurrile Element hinzu. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe. Definitiv. Die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Definitiv. Die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Das ist einer der Gründe, warum es eine so ikonische Show ist. Das ist einer der Gründe, warum es eine so ikonische Show ist. Definitiv. Es ist schwierig, eine Serie zu finden, die Freundschaft so perfekt darstellt. Definitiv. Es ist schwierig, eine Serie zu finden, die Freundschaft so perfekt darstellt. Man kann die Verbindung zwischen den Charakteren wirklich spüren. Man kann die Verbindung zwischen den Charakteren wirklich spüren. Und das New Yorker Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Charme. Und das New Yorker Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Charme. Er ist wirklich wie ein zusätzlicher Charakter in der Serie. Er ist wirklich wie ein zusätzlicher Charakter in der Serie. Definitiv. Die Wohnung und Central Perk werden zu einem zweiten Zuhause. Definitiv. Die Wohnung und Central Perk werden zu einem zweiten Zuhause. Ich wollte schon immer in einem Café wie Central Perk abhängen. Ich wollte schon immer in einem Café wie Central Perk abhängen. Wäre das nicht ein wahr gewordener Traum? Wir plaudern einfach mit Freunden beim Kaffee. Wäre das nicht ein wahr gewordener Traum? Wir plaudern einfach mit Freunden beim Kaffee. Klingt nach der perfekten Art, den Nachmittag zu verbringen. Klingt nach der perfekten Art, den Nachmittag zu verbringen. Apropos. Haben Sie jemals versucht, den echten Central Perk zu finden? Apropos. Haben Sie jemals versucht, den echten Central Perk zu finden? Ich habe nachgeschaut. Aber es ist nicht ganz dasselbe wie in der Serie, oder? Ich habe nachgeschaut. Aber es ist nicht ganz dasselbe wie in der Serie, oder? Das ist wahr. Die Magie von Central Perk ist schwer zu reproduzieren. Das ist wahr. Die Magie von Central Perk ist schwer zu reproduzieren.
Es ist einer dieser Orte, die es nur in der Friends-Welt gibt. Es ist einer dieser Orte, die es nur in der Friends-Welt gibt. Und er wird immer einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans haben. Und er wird immer einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans haben. Definitiv. Eine Show, die ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Definitiv. Eine Show, die ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Freunde werden immer ein Klassiker sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Freunde werden immer ein Klassiker sein. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können, Michael. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können, Michael. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, wie läuft es mit den Kindern? Hey Mary, wie läuft es mit den Kindern? Hallo Michael. Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit Ihren Hausaufgaben. Hallo Michael. Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit Ihren Hausaufgaben. Gut zu hören. Wie bewältigen Sie Ihre Arbeitsbelastung? Gut zu hören. Wie bewältigen Sie Ihre Arbeitsbelastung? Sie geben Ihr Bestes, aber manchmal wird es zu viel. Sie jonglieren mit verschiedenen Fächern und außerschulischen Aktivitäten. Sie geben Ihr Bestes, aber manchmal wird es zu viel. Sie jonglieren mit verschiedenen Fächern und außerschulischen Aktivitäten. Ich kann raten. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Finden Sie bestimmte Themen herausfordernd? Ich kann raten. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Finden Sie bestimmte Themen herausfordernd? Mathe scheint für Sie etwas herausfordernd zu sein. Sie wollten zusätzliche Hilfe. Mathe scheint für Sie etwas herausfordernd zu sein. Sie wollten zusätzliche Hilfe. Ich kann dabei helfen. Ich kann ziemlich gut mit Zahlen umgehen. Lassen Sie mich wissen, wann Sie verfügbar sind, damit wir ein Studientreffen vereinbaren können. Ich kann dabei helfen. Ich kann ziemlich gut mit Zahlen umgehen. Lassen Sie mich wissen, wann Sie verfügbar sind, damit wir ein Studientreffen vereinbaren können. Das wäre großartig, Michael. Sie wissen es wirklich zu schätzen. Das wäre großartig, Michael. Sie wissen es wirklich zu schätzen. Ich bin froh, dass ich geholfen habe. Wie sieht es mit anderen Fächern aus? Sind Sie in gutem Zustand? Ich bin froh, dass ich geholfen habe. Wie sieht es mit anderen Fächern aus? Sind Sie in gutem Zustand? Ja, Sie schneiden im Englisch- und Naturwissenschaftsunterricht recht gut ab. Letzteres interessiert Sie sehr. Ja, Sie schneiden im Englisch- und Naturwissenschaftsunterricht recht gut ab. Letzteres interessiert Sie sehr. Das sind gute Nachrichten. Fördern Sie dieses Interesse und es könnten sich in der Zukunft einige spannende Möglichkeiten ergeben. Das sind gute Nachrichten. Fördern Sie dieses Interesse und es könnten sich in der Zukunft einige spannende Möglichkeiten ergeben. Ich versuche auf jeden Fall, Sie über den Lehrplan hinaus mit verschiedenen Aspekten der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Ich versuche auf jeden Fall, Sie über den Lehrplan hinaus mit verschiedenen Aspekten der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird Ihnen helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Das ist ein kluger Ansatz.
Es wird Ihnen helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Ich hoffe, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Ich hoffe, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Übrigens, wie verwalten Sie Ihre Zeit? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Übrigens, wie verwalten Sie Ihre Zeit? Sie werden immer besser, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir arbeiten an einem Programm, das Ihnen helfen soll, organisiert zu bleiben. Sie werden immer besser, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir arbeiten an einem Programm, das Ihnen helfen soll, organisiert zu bleiben. Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird Ihnen in Zukunft gute Dienste leisten. Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird Ihnen in Zukunft gute Dienste leisten. Das hoffe ich auch. Wie läuft das Studium Ihrer Tochter? Das hoffe ich auch. Wie läuft das Studium Ihrer Tochter? Er ist in einem guten Zustand. Er macht seine Hausaufgaben, hat aber einige Schwierigkeiten mit der Geschichte. Er ist in einem guten Zustand. Er macht seine Hausaufgaben, hat aber einige Schwierigkeiten mit der Geschichte. Vielleicht können wir eine Kleingruppensitzung mit den Kindern vereinbaren. Manchmal kann ein Perspektivwechsel sehr hilfreich sein. Vielleicht können wir eine Kleingruppensitzung mit den Kindern vereinbaren. Manchmal kann ein Perspektivwechsel sehr hilfreich sein. Es scheint eine großartige Idee zu sein. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Es scheint eine großartige Idee zu sein. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Definitiv. Es wird auch eine schöne Möglichkeit für Sie sein, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Definitiv. Es wird auch eine schöne Möglichkeit für Sie sein, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu schätzen wissen. Teamarbeit kann einen großen Unterschied machen. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu schätzen wissen. Teamarbeit kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Dabei geht es nicht nur um die individuelle Leistung, sondern auch darum, zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Definitiv. Dabei geht es nicht nur um die individuelle Leistung, sondern auch darum, zu lernen, wie man zusammenarbeitet. Du liegst absolut richtig. Das ist eine wertvolle Lebenskompetenz. Du liegst absolut richtig. Das ist eine wertvolle Lebenskompetenz. Sehr richtig. Wie geht es Ihrem Sohn in Sachen Sport? Sehr richtig. Wie geht es Ihrem Sohn in Sachen Sport? Es erfordert viel Aufwand. Es kann schwierig sein, dies mit den Schularbeiten in Einklang zu bringen. Aber sie kommt zurecht. Es erfordert viel Aufwand. Es kann schwierig sein, dies mit den Schularbeiten in Einklang zu bringen. Aber sie kommt zurecht. Es ist großartig. Wie engagiert er ist durch den Sport, kann er wichtige Lektionen über Disziplin und Teamarbeit lernen. Es ist großartig. Wie engagiert er ist durch den Sport, kann er wichtige Lektionen über Disziplin und Teamarbeit lernen. Definitiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich sowohl körperlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Definitiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich sowohl körperlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Was ist mit deinem Jüngsten?
Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Was ist mit deinem Jüngsten? Die Arbeitsbelastung ist geringer. Da er noch in der Grundschule ist, aber er war ziemlich aufgeregt über seine Pflichten. Die Arbeitsbelastung ist geringer. Da er noch in der Grundschule ist, aber er war ziemlich aufgeregt über seine Pflichten. Das ist toll. Für ihn ist es eine sehr wichtige Zeit, seine Liebe zum Lernen zu entwickeln. Das ist toll. Für ihn ist es eine sehr wichtige Zeit, seine Liebe zum Lernen zu entwickeln. Ich stimme zu. Ich versuche, es für ihn so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Ich stimme zu. Ich versuche, es für ihn so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Dies ist der richtige Weg. Wenn Sie diese Neugier frühzeitig wecken, können Sie eine solide Grundlage schaffen. Dies ist der richtige Weg. Wenn Sie diese Neugier frühzeitig wecken, können Sie eine solide Grundlage schaffen. Ich glaube schon. Es geht darum, die Liebe zum lebenslangen Lernen zu fördern. Ich glaube schon. Es geht darum, die Liebe zum lebenslangen Lernen zu fördern. Gut gesagt, Michael. Wir tun beide das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. Gut gesagt, Michael. Wir tun beide das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall, Maria. Sie haben das Glück, Eltern zu haben, die so viel in ihre Bildung und Entwicklung investieren. Auf jeden Fall, Maria. Sie haben das Glück, Eltern zu haben, die so viel in ihre Bildung und Entwicklung investieren. Ebenso bei Michael. Wir stecken alle zusammen da und unterstützen die Kinder des anderen. Ebenso bei Michael. Wir stecken alle zusammen da und unterstützen die Kinder des anderen. Das ist es, was die Seele ist. Wir bauen die Zukunft auf, indem wir eine Lektion nach der anderen lernen. Das ist es, was die Seele ist. Wir bauen die Zukunft auf, indem wir eine Lektion nach der anderen lernen. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Haben Sie sich jemals über das Leben von Albert Einstein, Mary, Gedanken gemacht? Haben Sie sich jemals über das Leben von Albert Einstein, Mary, Gedanken gemacht? Auf jeden Fall, Michael. Er hatte einen sehr hellen Verstand. Auf jeden Fall, Michael. Er hatte einen sehr hellen Verstand. Wussten Sie, dass er 1879 in Ulm, Deutschland, geboren wurde? Wussten Sie, dass er 1879 in Ulm, Deutschland, geboren wurde? Ja, habe ich. Und er war bekannt für seine bahnbrechenden Theorien in der Physik. Ja, habe ich. Und er war bekannt für seine bahnbrechenden Theorien in der Physik. Rechts. Die Relativitätstheorie revolutionierte unser Verständnis von Raum und Zeit. Rechts. Die Relativitätstheorie revolutionierte unser Verständnis von Raum und Zeit. Für seine Erklärung des photoelektrischen Effekts erhielt er 1921 den Nobelpreis für Physik. Für seine Erklärung des photoelektrischen Effekts erhielt er 1921 den Nobelpreis für Physik. Das ist wahr. Er war wirklich ein Pionier auf seinem Gebiet. Das ist wahr. Er war wirklich ein Pionier auf seinem Gebiet. Aber er war nicht nur ein Wissenschaftler. Er war auch ein Verfechter von Bürgerrechten und Frieden. Aber er war nicht nur ein Wissenschaftler. Er war auch ein Verfechter von Bürgerrechten und Frieden. Eigentlich.
Er sprach sich gegen Rassismus aus und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung. Und er war ein Pazifist, der sich aktiv für die Abrüstung einsetzte. Es ist faszinierend, wie er seinen Einfluss nutzt, um positive Veränderungen herbeizuführen. Definitiv. Er glaubte, dass Wissen die Welt verändern könnte. Und er hatte eine bemerkenswerte Fähigkeit, komplexe Ideen in einfachen Worten zu erklären. Deshalb inspiriert es viele Menschen. Wussten Sie, dass er auch einen großartigen Sinn für Humor hat? Ich habe ihn gehört. Fantasie ist wichtiger als Wissen, sagte er einmal. Das ist eine sehr starke Aussage. Er betonte die Bedeutung von Kreativität und dem Denken über den Tellerrand hinaus. Und er hatte keine Angst davor, etablierte Überzeugungen in Frage zu stellen. Definitiv. Er war ein wahrer intellektueller Außenseiter. Es ist unglaublich, wie es unser Verständnis des Universums verändert. Und seine Beiträge beeinflussen die Wissenschaft bis heute. Sein Erbe ist zeitlos. Ich frage mich oft, was er über den aktuellen Stand der Wissenschaft und der Welt denkt. Er wäre wahrscheinlich sowohl überrascht als auch besorgt. Ich stimme zu. Ihm lag das Wohlergehen der Menschheit am Herzen. Und seine menschlichen Werte inspirieren uns weiterhin. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir alle dazu beitragen müssen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir alle können in unserem eigenen Bereich nach Spitzenleistungen streben. Und vergessen Sie nicht, wie wichtig Empathie und Mitgefühl sind. Das Leben und Werk von Albert Einstein ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran.
Das Leben und Werk von Albert Einstein ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran. Definitiv. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein wahrer Intellektueller. Definitiv. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein wahrer Intellektueller. Seine Beiträge zur Wissenschaft und Menschheit werden niemals vergessen werden. Seine Beiträge zur Wissenschaft und Menschheit werden niemals vergessen werden. Das ist sicher. Er hat einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt hinterlassen. Das ist sicher. Er hat einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt hinterlassen. Und sein Erbe inspiriert auch künftige Generationen. Und sein Erbe inspiriert auch künftige Generationen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Hallo, Michael. Es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Hallo, Michael. Es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Hast du gestern das Fußballspiel gesehen? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Hast du gestern das Fußballspiel gesehen? Nein. Ich habe es verpasst, wer gewann? Nein. Ich habe es verpasst, wer gewann? Manchester United gewann 2:1. Es war ein spannendes Spiel. Manchester United gewann 2:1. Es war ein spannendes Spiel. Gut, das zu wissen. Die Highlights schaue ich mir später noch einmal an. Gut, das zu wissen. Die Highlights schaue ich mir später noch einmal an. Ja, du solltest, wie war die Arbeit für sie in letzter Zeit? Ja, du solltest, wie war die Arbeit für sie in letzter Zeit? Es war intensiv, aber produktiv. Ein neues Projekt rückt näher. Es war intensiv, aber produktiv. Ein neues Projekt rückt näher. Das klingt interessant. Benötigen Sie dabei Hilfe? Das klingt interessant. Benötigen Sie dabei Hilfe? Danke, Michael. Möglicherweise benötige ich Hilfe bei der Präsentation nächste Woche. Danke, Michael. Möglicherweise benötige ich Hilfe bei der Präsentation nächste Woche. Klar. Lassen Sie mich wissen, wann und wo. Klar. Lassen Sie mich wissen, wann und wo. Wird machen. Ah, das ist meine Haltestelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Michael. Wird machen. Ah, das ist meine Haltestelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Michael. Du auch, Maria. Passen Sie auf sich auf, wir sehen uns im Büro. Du auch, Maria. Passen Sie auf sich auf, wir sehen uns im Büro. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ich bin auch gut. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war toll. Ich habe mit ein paar Freunden rumgehangen. In Ordnung, und du? Ja, es war toll. Ich habe mit ein paar Freunden rumgehangen. In Ordnung, und du? Ich ruhte mich zu Hause aus und schaute Filme. Es war ziemlich kalt. Ich ruhte mich zu Hause aus und schaute Filme. Es war ziemlich kalt. Das hört sich gut an. Hast du übrigens Pläne für heute Abend? Das hört sich gut an. Hast du übrigens Pläne für heute Abend?
Nicht genau. Was ist los? Nicht genau. Was ist los? Es gibt ein neues Café in der Innenstadt. Willst du es mit mir ausprobieren? Es gibt ein neues Café in der Innenstadt. Willst du es mit mir ausprobieren? Natürlich gerne. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Natürlich gerne. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Es klingt perfekt. Wir sehen uns dann um 7 Uhr. Es klingt perfekt. Wir sehen uns dann um 7 Uhr. Großartig. Bis später, Michael. Großartig. Bis später, Michael. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Sind Sie zum Einkaufen hier? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Sind Sie zum Einkaufen hier? Ja, ich muss etwas zu essen bekommen. Was ist mit dir? Ja, ich muss etwas zu essen bekommen. Was ist mit dir? Ich werde mir heute Abend ein paar Sachen zum Abendessen holen. Haben Sie Pläne für ein Abendessen? Ich werde mir heute Abend ein paar Sachen zum Abendessen holen. Haben Sie Pläne für ein Abendessen? Nicht genau. Ich habe darüber nachgedacht, Spaghetti zu machen. In Ordnung und du? Nicht genau. Ich habe darüber nachgedacht, Spaghetti zu machen. In Ordnung und du? Es klingt so lecker. Ich kann etwas gegrilltes Hähnchen machen. Möchten Sie mit mir zu Abend essen? Es klingt so lecker. Ich kann etwas gegrilltes Hähnchen machen. Möchten Sie mit mir zu Abend essen? Klingt gut. Ich würde gerne. Wann soll ich kommen? Klingt gut. Ich würde gerne. Wann soll ich kommen? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Wie wäre es mit 19 Uhr? Ist das für Sie geeignet? Perfekt. 19 Uhr passt für mich. Bis dann, Michael. Perfekt. 19 Uhr passt für mich. Bis dann, Michael. Großartig. Ich freue mich darauf. Guten Tag, Maria. Großartig. Ich freue mich darauf. Guten Tag, Maria. Du auch, Michael. Bis heute Abend. Du auch, Michael. Bis heute Abend.